Schon wieder Sonntag. Check 24 Doppelstag. Freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, es gibt ein Finale. Nee, eigentlich gibt es ja zwei. Also nächste Woche um die Meisterschaft und dann noch das Pokalfinale. Das heißt aber für die Bayern-Bosse, sie müssen weiter bangen und zittern. Die Meisterschaft ist immer noch nicht unter Dach und Fach. Aufreger gestern in Leipzig beim 0-0 war diese Szene. Eigentlich das Siegtor von Leon Goretzka. Aber dann hat Manuel Gräfe das Tor zurückgenommen. Videoassistent ist eingeschritten. Es war wohl hauchdünn. Abseits. Das hat Dortmund natürlich gefreut, aber die haben auch lange zittern müssen. Die Nerven spielen da schon eine Rolle. Wieder ein Torwartfehler, ein schwerer, hätte fast den Sieg für den BVB nicht bedeutet. Das muss man ganz klar sagen. Sind es die Nerven? Was ist es? Können sie mit dem Druck nicht umgehen? Der Boss Hans-Joachim Watzke hat auf der PK dazu Folgendes gesagt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner bei Borussia Dortmund, irgendein Spieler, irgendeiner noch ein bisschen Druck empfindet, weil wir haben alles geliefert, was man diese Saison liefern musste. Wir können jetzt nur noch gewinnen. Also es gibt keinen Druck mehr. Es ist eine Phantomdiskussion. Ja, wenn das mal nicht kämpferisch ist, also wer wird das Rennen machen am nächsten Wochenende? Das müssen wir diskutieren. Außerdem, Sie haben es unter der Woche gesehen, die englischen Mannschaften sind so dominant. Warum ist die Premier League so viel besser im Moment als die Bundesliga? Hajo von Hadel und Bent, moin. Unser Gäste heute Morgen, der Obermeister von 96, Christian Ziegel. Hallo. Unser Sport1-Mann war, glaube ich, die ganze Woche in England. Wir sehen da noch das T-Shirt. Martin Quast. Gute. Er war zuletzt Trainer in Dortmund davor beim 1. FC Köln. Peter Stöger. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt und HSV, Herbert Buchhagen. Hallo. Von der Chefredaktion der BILD, Kai Tramann. Moin. Und unser Sportartexperte, Marcel Reif. Und eins darf nicht fehlen, wie jeden Sonntag. Kleine Erfrischung. Wie immer, ich kann es nur betonen, alkoholfrei. Und damit bin ich bei Laura. Schönen guten Morgen, Laura. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntag, an diesem Muttertag. Und wir freuen uns natürlich alle, dass die Spannung hochgehalten wird in der Fußball-Bundesliga. Übrigens, vor 9 Jahren war es das letzte Mal der Fall, dass eben am letzten Spieltag tatsächlich noch die Spannung da ist. Die Frage, wer wird Meister, der BVB oder der FC Bayern? Wir haben schon mal einen kleinen Hoffnungsschimmer für den BVB parat. Der 5-mal verspielten Tabellenführer eben am letzten Spieltag dann auch noch die Meisterschaft. Der FC Bayern war auch schon darunter. Allerdings liegt das schon ein bisschen zurück. 1971 war das nämlich der Fall. Ja, und wir dürfen endlich diese einfache Frage stellen, wer wird denn Meister? Das ist nämlich auch die Frage der Woche. Also können Sie natürlich mitdiskutieren unter Twitter oder auch Facebook, den Hashtag Dopa benutzen. Da finden wir Sie definitiv. Also machen es die Bayern oder dann doch der BVB. Und im Live-Blog klicken Sie sich mal rein unter sport1.de. Da können Sie natürlich auch mitdiskutieren und vor allen Dingen auch abstimmen. Da läuft nämlich eben auch parallel ein Live-Voting. Also klicken Sie sich mal rein und setzen Sie Ihren Haken. Aktuell übrigens 66% eben der Meinung, dass der FC Bayern am Ende das Rennen macht. Sie können natürlich auch anrufen. Sie kennen das 01379 01111, die richtige Telefonnummer. Und dann sind wir gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist. Dankeschön, Laura. Ja, 33 Spieltage sind vorbei und der Meister steht immer noch nicht fest. Das gab es zuletzt vor 10 Spielzeiten. 7 Jahre ist es übrigens auch her, dass der Meister nicht FC Bayern heißt. Aber in dieser Saison sind sie nicht so dominant wie davor. Der FC Bayern ist keine Übermannschaft mehr. Die verflixte 7. Meisterschaft am Stück ist kein Selbstläufer. Und Niko Kovac fehlt immer noch das entscheidende Argument zur Weiterbeschäftigung. Ich habe in meinem Leben nichts, aber auch wirklich gar nichts geschenkt bekommen. Ich musste immer hart arbeiten und anscheinend muss ich es als Trainer auch. Am Ende des Tages müssen wir alle liefern. Das gilt für die Mannschaft, für die Spieler, das gilt fürs Management. Am Ende des Tages auch für den Trainer. Bayern vergibt den ersten Matchball. Der Unterschied zu früheren Jahren, die Gegner erstarren nicht mehr vor Ehrfurcht. Bayern München hat in dieser Saison seinen Schrecken verloren. Auch in Nürnberg und davor in Freiburg gelingt der vorentscheidende Auswärtssieg nicht. Bayern hat nicht mehr den Killerinstinkt früherer Jahre. Die Champions-League-Woche hat gezeigt, Wunder sind im Fußball jederzeit möglich.
Und Bayern München hat sich letztes Jahr schon einmal einen Titel von Eintracht Frankfurt verhageln lassen. Ich bin überzeugt, wenn wir nächste Woche gegen Eintracht Frankfurt spielen und wieder mit demselben Spirit, mit derselben Einstellung und Qualität wie heute spielen, werden wir Deutscher Meister. Das könnte allerdings auch das berühmte Pfeifen im Walde sein. Wenn es bei Bayern München um die Wurst geht, dann wissen wir schon, dass wir zuschnappen müssen. Woher nimmt der Bayern-Boss eigentlich diese Zuversicht? Für die Wurst zahle ich 3 Euro. Herbert, was sagst du gerade? Ja, ich habe gerade festgestellt, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann sind alle verantwortlich, Trainer und Vorstand und so weiter. Und meine Wahrnehmung ist die, dass Kalle als Vorstandsvorsitzender, der ja auch den Trainer ausgewählt hat, dann, wenn keine Titel kommen, ausgetauscht wird. Er hat von sich gesprochen und nicht vom Trainer. Interessante oder habe ich das falsch verstanden? Dass du sagst, er tritt dann zurück. Die Sendung fängt gut an, finde ich. Ja, also, wir hängen die Latte ziemlich um. Wir haben jetzt schon Rummenigge weg. Ja. Wird schwer, das zu toppen. Also bis um halb zwei. Na, ich habe ihn so verstanden. Wie hast du ihn denn verstanden? Naja, also komm. Sie haben 5-0 gewonnen zu Hause gegen Dortmund und Sie haben immer noch, Sie brauchen einen Punkt gegen Frankfurt. Also das ist schon aus der Position der Stärke. Ich empfinde das nicht als Pfeifen im Walde. Was mir nach wie vor unangenehm aufstößt, ist dieses, das ist ja nicht klar gesagt, pass auf, wenn wir nicht Meister werden, dann werden wir uns mit dem Trainer beschäftigen. Und es ist ein Geraune, dieses so. Und das ist mir, geht mir völlig gegen den Strich. Würde dir auch gegen den Strich gehen, ne? Wenn ja, du in der Position wärst sowieso. Aber auch wenn so. Sie es dem Niko Kovac schwerer machen wollen, Meister zu werden, dann haben Sie alles richtig gemacht. Glaubst du, dass ihm das beeinträchtigt? Ist nicht oder los? Kann er es abschütteln? Ja, er lebt ja nahezu drei Viertel der Saison damit. Aber jetzt in der Endphase finde ich es ganz einfach kontraproduktiv. Also so eine Geschichte aufzumachen. Ich weiß, dass die Bayern dann oft so polarisieren wollen, um noch mal ein bisschen was rauszuholen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft... Musst du das jetzt noch? Nein, ich glaube nicht, dass du es machen musst. Aber es ist halt Bayern-Style. Und vielleicht, wenn man näher an dieser Mannschaft dran ist, vielleicht ist es auch nötig, da noch mal einen Nadelstich zu setzen. Für Nico finde ich es ganz einfach kontraproduktiv und unangenehm zu arbeiten, ganz einfach. Dann sage ich was zur Mannschaft, oder? Nicht zum Trainer. Ja, du musst dir ja vorstellen, dass du als Trainer, du bist da 90 Minuten an der Seitenlinie und es läuft dann mal nicht so, wie du denkst. Und du hast immer der erste Gedanke ist, so, was passiert jetzt? Was wird jetzt erzählt über mich? Also das Arbeiten an sich auch die ganze Woche über ist für ihn mit Sicherheit nicht besonders angenehm. Und er muss sich dann immer Fragen gefallen lassen, für die er am letzten Ende ja gar nichts kann. Die Mannschaft existiert. Die Mannschaft ist ja nicht in der Zeit auf dem Mars irgendwo, sondern jeder hört das doch. Und es gibt Spieler, denen ist das wurscht. Aber ja. Es gibt Spieler auch, die, wenn sie ein Alibi bräuchten, kannst du da in die Schublade greifen. Ja. Deswegen, ich verstehe es auch nicht. Ja. Selbst wenn da eine Strategie dahinter wäre, erschließt sie sich mir nicht. Ich glaube, für Nico, für die Arbeit selbst ist es egal. Der zieht seine Geschichte durch, wie er es glaubt. Aber das ganze Umfeld, alles, was mit der Mannschaft zu tun hat, was im Umfeld ist, klar hören die diese Aussagen, beschäftigen sich damit, auch die Spieler beschäftigen sich mit solchen Dingen, die da im Raum stehen. Und das ist halt nicht nötig normalerweise um diese Zeit. Habe ich nicht eigentlich Uli Hoeneß noch im Ohr, wie er gesagt hat, innerhalb der Saison, mehrfach zu Beginn der Saison. Das ist ein Umbruchjahr und das werden wir in jedem Fall so durchziehen, auch im Notfall mal auf Kosten von Titeln. Das Jahr ziehen Sie ja so sind wir da nicht mittendrin? Ne? Also ich meine, der FC Bayern geht doch bewusst mit einem relativ jungen Trainer in so ein Umbruchjahr. Und dann kriegt Niko Kovac das eigentlich sehr gut gemanagt und holt 9 Punkte auf. Ganz ehrlich, ich finde das total respektlos, der Umgang mit Niko Kovac. Aber ich bleibe bei meiner These. 100%. Was hat Kalle denn gesagt? Also er hat sich nicht aus der Verantwortung rausgenommen, meinst du? Kalle hat gesagt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder wenn wir Ziel nicht erreicht wird beim FC Bayern, alles hinterfragt. Vorstand, Mannschaft und Dings. Und ich bleibe dabei, er kann nur sich selbst meinen. Denn er hat ja die Mannschaft mit zusammengestellt und er hat den Trainer Kovac verpflichtet. Also kann er sich nur selbstkritisch hinterfragen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob da nicht noch etwas mitschwingt, dass das am Anfang keine gemeinsame Entscheidung war, sondern dass das immer noch irgendwie so ein bisschen Hoeneß kontra Rummenigge war. Ich glaube nicht, dass Kalle Rummenigge einen hundertprozentig überzeugter am Anfang
von Niko Kovac war. Und vielleicht zahlt sich das jetzt aus. Uli Hoeneß hält sich ja bei der Personalie eher zurück, beziehungsweise ist Befürworter. Ja. Ich finde, das ist irgendwie ein Burgfrieden, der da kurz vorm Ausbruch ist. Weiß ich nicht. Kai, du weißt bestimmt mehr. Ich finde es beachtlich, wie Bayern München es immer wieder schafft, sich über Medien aufzuregen, über Sendungen aufzuregen wie den Doppelpass, über Zeitungen wie Bild oder Sportbild aufzuregen. Und dann schaffen sie es nach fast jedem Spieltag, sich vor die Kameras zu stellen, Hoeneß und Rummenigge, um sich von einer Seite zu zeigen, die schlimmer kaum sein könnte. Also wenn ich in der Haut von Niko Kovac stecken würde, würde ich mir jetzt denken, okay, dann hole ich euch jetzt noch zwei Titel und dann packe ich meine Koffer und gehe weg, weil mit euch macht das Arbeiten überhaupt keinen Spaß. Die Kommunikation, die Außendarstellung von Bayern München, das ist der Verein, der sich im Oktober hingesetzt hat und hat eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist so katastrophal, dass du dir in der Bundesliga nicht vorstellen kannst, dass Millionen für Spieler und Spielergehälter ausgegeben werden und sich scheinbar nicht mal jemand hinsetzt und sich eine Minute Gedanken darüber macht, wie wirkt mein Verein in der Öffentlichkeit, wenn ich mich hinstelle und den Trainer so demontiere. Und gestern Abend im Sportstudio hat Hasan Salihamidzic das dann nochmal vorangetrieben und hat sich dann so lange fragen lassen, bis er dann irgendwann sagte, hey, meine Unterstützung hat der Niko Kovac. Also zum jetzt, Trainer war die Frage. Jetzt schauen wir erstmal, wie geht es in den nächsten zwei Wochen weiter und jetzt wollen wir erstmal zwei Titel holen und wir sind der FC Bayern und mir san mir. Und ganz ehrlich, ich kann bei Kalle Rummenigge, ich kann jetzt nicht unbedingt raushören, dass er sich selbst in Frage stellt. Man kann sehr wohl raushören, dass er versucht gerade, zwei Wochen lang alles ruhig zu halten und es aber nicht schafft, einmal zu sagen, Niko Kovac ist unser Trainer und wir freuen uns auf die neue Saison mit dem Trainer, der bei uns unter Vertrag steht. Komm, dann hören wir noch einmal rein, was da alles so gesagt wurde. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Ja, Karl-Heinz Rummenigge, der hat nämlich noch viel, viel mehr verraten gestern. Das wollen wir uns auch gleich anschauen. Vorher gucken wir uns ein paar Zahlen von Niko Kovac an, die gar nicht so schlecht aussehen. Denn man darf nicht vergessen, 9 Punkte Rückstand hatte der FC Bayern zwischenzeitlich auf dem BVB. Das haben sie mal eben weggemacht und jetzt haben sie sogar einen Vorsprung von 2 Punkten. Zudem sind sie seit 13 Spielen ungeschlagen. Das ist auch nicht so eine schlechte Bilanz. Allerdings dann gestern nach 7 Monaten das erste Mal kein Tor erzielt. Das ist vielleicht das bisschen Negative. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass sie jetzt 3 Punkte gegen Frankfurt am Wochenende holen sollten, dann hätten sie 78 Punkte auf dem Konto, wären eben demnach auch deutscher Meister. Allerdings in den vergangenen 6 Jahren, wo sie eben immer die Meisterschaft nach Hause geholt haben, da hatten sie jeweils immer mehr Punkte, also so wenig Punkte wie nie zuvor. Was heißt das denn jetzt für Niko Kovac? Karl-Heinz Rummenigge, wie gesagt, hat noch ein bisschen mehr verraten. Ich bin grundsätzlich, habe ich überhaupt kein Problem mit diesem Trainer. Wir haben im Gegenteil ein gutes Verhältnis und auch gar kein Problem. Ich glaube nur, es ist unsere Aufgabe am Ende des Tages auch ganz einfach die Mannschaft, Trainer und alle ein Stück in die richtige Richtung mit zu begleiten, damit wir am Ende des Tages am nächsten Samstag hoffentlich die Schale in den Händen halten können. Ich bin kein Freund davon, immer dieser Garantien und am Ende des Tages auch die Spieler oder auch den Trainer nur zu loben. Ich habe festgestellt, manchmal sag ich mal, wird es auch ein bisschen mit Bequemlichkeit bezahlt und das ist bei Bayern München nicht der richtige Weg. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Christian, wo siehst du Bequemlichkeit im Moment beim FC Bayern? Aber ich verstehe es nicht ganz. Also, wenn er, also sie brauchen einen Punkt, dann sind sie Deutscher Meister, sind im Pokalfinale, jetzt können beides gewinnen. Mhm. Wie angesprochen, sie selber sagen, sie sind in einem Umbruchsjahr und man kann da auch mal, was jetzt zum Beispiel die Champions League angeht, darauf verzichten. Niko macht für mich einen überragenden Job, trotz dieser ganzen Sachen außenrum. Er ist immer in jedem Interview, du weißt genau, was da kommt, er lässt sich nicht beirren. Ich kann das nicht nachvollziehen. Warum man. Also der O-Ton ist von gestern, also, das ist nicht vor zwei Wochen. Nein, oder gestern auch dasselbe, ja, im Sportstudio dasselbe. Also meine Unterstützung hatte. Ich frage mich, und ich habe selber als Sportdirektor gearbeitet, da spricht man miteinander. Was gibt man nach außen? Was wird nach außen besprochen? Was du intern machst, dann ist wieder was anderes. Mhm. Aber hier hast du das Gefühl, jeder macht sein eigenes Ding. Nein, ich glaube, da liegt das Geheimnis. Es geht nicht um die deutsche Meisterschaft. Natürlich geht es jetzt um die deutsche Meisterschaft und die werden sich auch wahrscheinlich holen. Aber wenn man das nüchtern betrachtet, geht es um Platz 1 bis 4, dann bist du in der Champions League drin. So Umbruch, ja. Also sie hätten es sogar ausgehalten,
wenn Dortmund nicht diese 9 Punkte vergeigt hätte. Ich glaube, wo sie sich nicht einig sind und dass es ein Umbruchjahr wird und danach ein Umbruch kommen muss, das wussten sie, fand ich, auch zu Beginn der letzten Saison. Und wenn du einen Trainer holst, machst du dir Gedanken, denke ich mal, entweder wir brauchen jetzt einen Feuerwehrmann, den brauchten sie nun wirklich nicht, oder wir brauchen einen Trainer, von dem wir wissen und überzeugt sind, dass er das neue Bayern bauen kann. Mit dem, was bleibt und mit dem, was noch neu kommt. Das wird ja nicht einfacher. Ich habe den Eindruck, Rummenigge traut Kovac das nicht zu, sich mit dieser Kabine, wie sie sich darstellen wird, mit den Neuzugängen und mit dem, was geblieben ist. Und Hoeneß, ja, also Herbert, du sagst, du glaubst nicht, dass die beiden, oder gestern gab es die Formulierung im Sportshow bei Salihamidzic, über ihn oder er hat es gesagt, oder ich glaube Hoeneß. Es ist ja nicht so, dass er zwischen uns zerrieben wird. Also wenn wir zerrieben werden, kannst du nur zwischen zwei gegeneinander wirkenden Kräften. Ich glaube, sie sind sich nicht sicher und Rummenigge ist sich am wenigsten sicher, dass dieser Trainer das neue Bayern bauen kann. Deswegen ist es völlig legitim. Es war, sie waren sich nicht. Das kann ja auch seine Meinung sein, ja, möglicherweise. Aber muss man nüchtern reden, denn es geht am kommunizieren. Ende. Aber auch Nico Kovac würde ja nicht im Elend landen. Also, aber so wie es jetzt gemacht wird, so ist das. Ein großer Club macht sich wieder klein. Das haben sie in dieser Saison mehrfach sehr gut hingekriegt. Ich finde, das ist ja, wie du sagst, man ist ja legitim im Verein, dass du dir Gedanken machst darüber, wie eine Arbeit von wem ist. Aber das kann ich ja, nach außen muss ich das ja in der Art und Weise nicht kommunizieren. Es geht ja von uns niemand was an, was intern gesprochen wird. Und ich kann ja meinetwegen bis zum Ende der Saison, bis alles gespielt ist, immer wieder das vertreten. Nico Kovac ist unser Trainer, bleibt unser Trainer. Das haben wir schon x Male gesehen. Und danach setzt du dich hin und sagst, du hast es anders entschieden, weil wir es anders bewertet haben. Aber du musst ja nicht, bevor was zu Ende ist, schon damit rauskommen und befeuern. Ein Fass aufmachen, was aus meiner Sicht einfach nicht nötig ist. Bin ich bei dir. Wann macht man denn überhaupt sowas? Ja, aber das ist ja nun, wir haben auch zu oft in der Bundesliga, und ich glaube, darauf hat Karl-Heinz Rummenigge hingewiesen, wir haben zu oft in der Bundesliga erlebt, dass Statements abgegeben wurden. Wir gehen mit dem Trainer auch gegebenenfalls in die zweite Liga. Oder wir stehen zu dem Trainer. Unisono, Manager, Vorstand. Hast du das auch schon mal gemacht? Nein. Nein. Ja. Nein. Okay, ja. Nein. Sondern ich habe das nie so. Lass das mal kurz überprüfen. Ja, kannst du überprüfen. Also, nein. Wollte der nichts unterstellen. Das Problem ist aber für mich, wenn du. Wenn ein Trainer stabil war, dann war ich das in meiner Funktion als Manager bzw. als Vorstand. Ich habe 5 Jahre Funkel gehabt, ich habe 3 Jahre Fee gehabt, immer Einjahresverträge. Ich habe auch gar keine Bekenntnisse für den Trainer abgegeben. Ich habe nur die Verträge verlängert und eingehalten. Also das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass Kalle in der Tat darauf hinweisen will, dass diese Bekenntnisse nicht so viel bringen und dass er wahrscheinlich auch ein bisschen skeptisch die Arbeit von Kovac sieht. Uli hält sich ja doch erstaunlicherweise zurück. Und es besteht wahrscheinlich diese unterschiedliche Ansicht. Ja, er wählt diesen Weg und wie gesagt, die Bekenntnisse zu einem Trainer haben in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt, dass eine größere Stabilität eingetreten ist. Aber ist leider so. Auf die Art, jede Woche noch mal ein kleines Raunecken und noch ein Raunecken und noch. Ja. Das ganz sicher auch nicht. Also wenn das die Art Führung ist. Na, ich finde halt die Stabilität, da bin ich dabei. Aber wenn ich jetzt nach außen erstmal sage, Nico Kovac ist unser Trainer, Punkt, Ende, dann hast du die Situation wie gestern Salihamidzic im aktuellen Sportstudio. Also ihr habt alle Sportstudio geguckt, das haben wir jetzt festgestellt. Entschuldigung. Weil er immer wieder nachfragt und immer wieder nachfragt, was ist jetzt, was ist, und er ihn immer wieder in die Bredouille bringt. Wenn du sagst, Punkt, er ist der Trainer, können von eurer Seite die Fragen ja nicht kommen, weil er sagt, Punkt, Ende. Du merkst doch sowohl als Journalist als auch in jedem Gespräch, als Mensch, als Fan, merkst du doch, wenn dir jemand etwas erzählt, ob der die Wahrheit sagt oder nicht. Und das, was oben rauskommt, in dem Moment jetzt bei Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß, das ist das eine. Du merkst doch aber, dass es nicht von innen kommt, dass sie überhaupt nicht dazu stehen, was sie da sagen. Und das ist das, was beim FC Bayern permanent passiert. Also sich wirklich nicht mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie wollen wir denn jetzt nach außen wirken? Was könnte im schlimmsten Fall passieren im Spiel in Leipzig? Wir könnten verlieren, wir könnten unentschieden spielen, wir könnten gewinnen. Was passiert danach? Es werden Fragen zu Kovac kommen. Letzte Woche habt ihr hier in der Runde gesessen, habt über Kovac gesprochen. Also das Thema ist ja nicht neu.
Nur sie versuchen es auf ihre Art und Weise totzutreten oder klein zu halten. Und es gelingt halt einfach nicht. Es gelingt nicht, weil jeder merkt, dass es nicht die Wahrheit ist, die sie erzählen. Und ja, Uli Hoeneß wollte Kovac haben, er ist jetzt da. Und Kalle Rummenigge war kein Freund davon und verweist halt intern auf die Champions League und sagt, Mensch, wir haben es gesehen gegen Liverpool, so kannst du nicht spielen. Wenn wir den Titel holen wollen in der Champions League, müssten wir anders auftreten. Deswegen kümmert er sich gedanklich um die neue Saison. Nur du bist jetzt 2 Wochen vor dem großen Saisonende, sprich nächste Woche Meisterschaft, dann Pokal. Zieh das Ding doch durch und sag, wir setzen uns nach der Saison hin und dann entscheiden wir. Ist doch alles okay. Es weiß doch eh jeder, was passiert. Was für Auswirkungen das möglicherweise haben könnte auf die beiden Spiele, die du angesprochen hast, das werden wir natürlich gleich kehren. Schalten an die Säbener Straße. Da ist, wie heißt es schon, nicht öffentliches Training, glaube ich. Ne? Ja, ja. Hast du das eigentlich auch mal gemacht, nicht öffentliches Training? Ja. Schon, ne? Ja, aber selten. Warum macht man das? Standardsituationen? Ruhe? Klar, ein paar Dinge, die meisten anderen Trainer sowieso wissen, die möchte man trotzdem nicht herzeigen. Und im BVB reden wir auch noch mal, was der Boss gesagt hat. Auf der PK war übrigens überraschenderweise mit Lucien Favre und hat folgende Aussage getätigt. Die Mannschaft hat heute brutalen Druck gehabt, aber der Druck, der wandert jetzt weiter nach Süden, das ist auch klar. So, also der Druck ist angekommen oder auch nicht, das werden wir gleich besprechen. Live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass haben wir über den Bayern-Trainer gerade schon diskutiert. Peter, 2 Spiele haben wir noch. Die Bayern haben noch 2 Spiele. Was glaubst du, hat das für Auswirkungen, dass jetzt wieder über ihn diskutiert wird oder in Frage gestellt wird? Nein, ich glaube, es macht es nur nicht leichter mit dem Umfeld. Es geht bis zu den Spielern. Klar, hier diskutieren alle, rundherum wird diskutiert, in der Stadt wird diskutiert, in ganz Deutschland wird diskutiert, selbst in Österreich wird darüber diskutiert. Man soll es nicht glauben. Aber für seine Arbeit ist es, glaube ich... Du, wir haben jetzt so viele österreichische Trainer gesehen. Ja, also für seine Arbeit ist es egal. Er will sein Ding durchziehen. Ich verstehe es nur deswegen nicht, weil es für den Club nicht gut ist. Das heißt, es macht es nicht einfacher, diese Titel zu holen. Und ich glaube, also Niko Kovac ist so lange im Fußballgeschäft dabei, dass er weiß, dass es ein Tages- oder ein Wochengeschäft ist und dass du dich da messen musst, permanent. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die Frage ist, ob ich das so kommunizieren muss. Und das macht es nicht leichter. Das kann sein, dass er, wenn er das Double holt, hat er so viel geholt, wie fast alle Trainer, die zuvor waren, die es sehr arriviert waren, außergewöhnliche Erfolge gehabt haben. Und er hat seine erste Station, sein erstes Jahr bei Bayern München gehabt, wäre dann genauso erfolgreich, ob man ihn austauscht oder nicht. Ich glaube, das wird für ihn gar nicht die Frage jetzt sein. Er wird nicht gekränkt sein, er wird sich nicht denken, was passiert da mit mir, sondern er wird versuchen, die Titel zu holen und dann wartet er ab und nochmal, dann wird er einen anderen guten Job bekommen. Das ist nicht das Thema, aber die Frage ist, warum man das macht und das verstehen wahrscheinlich viele nicht. Ich stelle mir gerade vor, das wäre passiert mit Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld. Ich meine, das ist eine Machtdemonstration, völlig unsinnig. Felix Magath musste auch mal gehen dann. Du? Ja, oder bei Double. Wobei, das hätte ich interessant gefunden, wenn Rummenigge Felix Magath sowas unter die Nase reibt. Das wäre mal, da wäre München zu eng geworden, glaube ich. Wäre ganz cool geworden. Also, ich finde es unmöglich. Und Peter Stöger sagt es ja, man gefährdet damit den eigenen Erfolg, ganz einfach. Aber wenn ich euch richtig verstehe, habt ihr doch auch Zweifel, Herbert, dass es für Nico weitergeht? Oder? Nein, ich habe keine Zweifel. Egal, was Nico ist ja ein junger Trainer und er hat in Frankfurt extrem großen Erfolg gehabt. Er wird möglicherweise, das wissen wir ja noch nicht, aber auch hier Erfolg haben. Aber was mir so einfällt, ist, ein bisschen fehlt die Fairness. Denn ich habe den 14-Jährigen, 13-Jährigen, 15-Jährigen Karl-Heinz Rummenigge kennengelernt, weil sein Bruder mein Mannschaftskamerad war. Und ich habe erleben können und finde es großartig, wie Kalle Sprachen gelernt hat in Italien, wie er Englisch oder wie er Vorsitzender der ECA geworden ist, wie er eine tolle Entwicklung genommen hat. Er ist ein Funktionär geworden, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Also er hat die Chance bekommen, sich zu entwickeln und er hat sich entwickelt. Und genauso ist Nico doch in einem frühen Stadium seines Trainerdaseins. Und dann hätte ich von ihm erwartet, dass er ihn eben in jeder Weise unterstützt. Denn ich glaube nicht,
dass als Niko Kovac verpflichtet wurde, dass Karl-Heinz Rummenigge dagegen war. Das gibt's nicht. Wenn ein Vorstandsvorsitzender das nicht will, dann kommt der Trainer nicht. Er war vielleicht nicht begeistert. So wird's gewesen sein. Und ich hätte einfach von ihm erwartet, dass er berücksichtigt, dass Niko, er war schon Nationaltrainer natürlich, aber in der Bundesliga ist er seit 3-4 Jahren, da braucht er einfach diese Unterstützung und dass er ihm die Chance gibt, sich genauso zu entwickeln. Bei Felix Magath, um da eben mal darüber zu sprechen. Ja, Niko ist doch staatsmännischer als Felix und nimmt das alles hin. Felix würde sicherlich sagen, pass mal auf, du, mein Freund, Vorstandsvorsitzender, der hätte eine, ich will es jetzt gar nicht hier so verbalisieren, was er gesagt hätte. Doch, dafür sind wir ja hier. Nein. Zeit haben wir auch. Nein. Hau raus. Aber ich kenn das Sprachkleid und ich kenne die Diktion von Felix Magath, weil ich auch schon mit ihm zusammengearbeitet habe. Und ich ahne, dass das dann nicht so reibungslos verlaufen wird. Was hat er denn gesagt, du Vorstandsvorsitzender, du... Was war das Substantiv? Naja, ich habe das auch nur so ganz präzise habe ich es auch nicht mehr parat, was er gesagt hat. Das war nicht immer charmant. Nein, aber es wäre doch, wenn, hättest du als die Frage anstand, wer wird neuer Trainer? Dass Niko Kovac dieses Alter hat, dass er diese oder noch nicht so viel Erfahrung hat, war auch alles bekannt. Wie sagte Chambes in seiner Unverschämtheit, München ist nicht Frankfurt. Das ist ja sachlich richtig. So, das sind andere, dann hast du das Übergangsjahr mit den Robbens und Riberys und Boateng und Hummels und diese ganze Diskussion, dass das kompliziert ist, das wusste man zu Beginn, oder hätte auch Karl-Heinz Rummenigge, oder ich denke, er wusste es zu Beginn der Saison. Wenn er nicht überzeugt war und er der Ansicht war, Bayern München ist kein Ausbildungsverein für einen Trainer, die Geduld haben wir hier nicht und ich traue ihm nicht zu, wenn dann der Umbruch kommt, ihn zu bewerkstelligen, dann darfst du in so ein Jahr, finde ich, nicht reingehen. Aber sie sind reingegangen mit einem jungen, neuen Sportdirektor und mit einem jungen, neuen Trainer. Und tun von außen dann alles, unter anderem mit absurden Pressekonferenzen und mit diesem Geraune, um die Dinge kompliziert zu machen. Aber Marcel, was ist denn die Erwartungshaltung? Warum? Also ich meine, Niko Kovac hat einen großen Punkterückstand aufgeholt, liegt jetzt vorne. Ja. Alle freuen sich drüber, dass wir endlich mal ein spannendes Finale haben. Und schon wird es umgekehrt. Bayern freuen sich nicht darüber, glaubst du mir. Ist das nicht mehr gut genug? Erstens. Ja, die Bayern freuen sich nicht über das Spannende. Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es mehr. Ist tatsächlich aber dieses eine Liverpool-Ding, dass man eben nicht Tiki-Taka mit den ganz Großen dieser Welt mitspielt, ist das der Grund? Die kann man schon mal in einem Spiel. Ist das der Grund, dass wir hier sitzen seit Wochen und Monaten, dass die Bayern, dass die Erleuchtung hatten, oh, das ist ja doch nicht mehr unser Verein. Ist einer der Gründe, ja. Weil sie das Gefühl haben, sie werden abgehängt von den Großen. Und dieser Trainer, also ich versuche mich ja reinzudenken, und dass dieser Trainer möglicherweise mit seiner Art ans Spiel ranzugehen, sie nicht dahin bringt, wo sie sich selber sehen, nämlich mindestens in einem Halbfinale einer Champions League. Und mit dem, was jetzt auf sie zukommt, mit Weltmeistern, die in die Kabine neu kommen und einem völlig neu, einer neu zu schaffenden Hierarchie eigentlich an vielen Stellen, dass er das nicht hinkriegt. Was eine legitime Überzeugung ist. Also nochmal, das ist, sie sind verantwortlich für den Verein, du hast einen leitenden Angestellten und du bist nicht überzeugt. Dann hast du doch selbstverständlich, du hast die Pflicht, dir zu überlegen, funktioniert das. Aber ich verstehe nicht, warum man erstmal in so eine Saison so reingeht mit diesem Trainer, warum man vieles zulässt. Auch Hames ist nicht so sanktioniert worden für den Spruch, wie ich mir das vorgestellt hätte. An der Stelle musst du sagen, pass auf, sie sind erst sehr langsam in die Kabine, Hoeneß und Rummenigge, wie ich gehört habe. Und sehr spät. Und haben gesagt, so, passt mal auf, es reicht jetzt. Aber die 9 Punkte Rückstand war ja kein Zufall. Die sind ja nicht irgendwie... Dortmund hat super gemacht, weil die alles geholt haben, was zu holen war und noch mehr. Aber die Bayern haben weit unter ihren, auch unter diesen komplizierten Möglichkeiten performt. Mhm. Und dass du dann eine Diskussion hast, ist doch völlig legitim. Komm, dann lass uns mal ein Spiel gegen der Aufreger in Leipzig gestern, die 50. Minute. Erstmal ein schönes Tor, ne? Christian, oder? Der Abschluss hat er sensationell genommen. Natürlich nicht ganz so... Wie nennt man das? Scherenschlag, ne? Oder? Gibt es den noch? Ja.
Ja, guck mal, oder? Gibt's heutzutage. Ja. Heißt das nicht mehr? Es werden auch keine Kerzen mehr geschlagen. Nichts mehr. Marcel. Ja, der gute das Abwehrverhalten. Das ist alles Teil eines großen Plans. Der Kai weiß gar nicht, was der Kerze ist. Kai, wehr dich doch mal hier ein bisschen. Bist du in der Flügelzange da zwischen Heribert und Marcel? Ich habe schon mal eine Kerze gesehen. Also das war natürlich, Peter, würdest du sagen, unglücklich oder? Kann man besser lösen. Kann man besser lösen. Also nicht den Torschuss, sondern das Abwehrverhalten, logischerweise. So, jetzt, da kommt unsere beliebte Linie. Was sagt ihr? Abseits. Abseits. Ja? Gemäß den Regeln, diesen komischen Regeln mit Videoschiedsrichter, die wir jetzt haben, ist es abseits. Ich dachte, es wird objektiv, aber dann kam gleich komisch. Ah, ja, das. Ja, aber ich finde, das ist jetzt mal mit diesen faktischen Entscheidungen, mit dieser kalibrierten Abseitslinie, ist es dann auch klar. Da brauchen wir dann nicht diskutieren. Ein Spieler steht dann im Abseits. Wenn der Schiedsrichter pfeift, wollte ich sagen. Wenn er der Torlinie näher ist als Ball und vorletzter Gegenspieler. Also aber der Körper des Abwehrspielers, das ist aus der Idee des Fußballs heraus, ist das kein Abseits. Herr Ribert, bei den Olympischen Spielen der Weltrekord im Weitsprung fällt. Aber der Körper des Leipziger Abwehrspielers ist dem Tor näher als Lewandowski. Herr Ribert, wenn bei den Olympischen Spielen... Es geht um das Körperteil, mit dem du ein Tor erzielen kannst. Und wenn es ja, die Frage ist aber, wann verlässt der Ball? Das ist die Frage. Beim Schuss. Ja, aber das kann man das doch, kannst du ja auch das, was? Das kann man nicht. Das kann man bei der Einstellung kann man sehr wohl. Ja, man verlässt der Ball schon ein bisschen Fuß unterwegs. Und was ist dann abseits? Und ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger geht nicht. Dann wären wir verrückt. Also ich finde, das ist eine faktische Nummer und da gibt es nichts zu interpretieren. Wenn, ich sag's nochmal, bei den Olympischen Spielen einer Weltrekord im Weitsprung hat und ein Millimeter in den Kitt tritt, dann gilt dieser Sprung nicht. Da diskutiert kein Mensch der Welt. Jetzt lass uns doch einfach mal diese Fakten hier annehmen. Das ist ja eigentlich das ist Abseits. Punkt. Aber beim Weitsprung gibt's ja auch kein Abseits. Immerhin. Ja, warte, was du sagen willst. Das ist eben diese, ja, geil. Ja, aber normalerweise sagst du nach dem Tor, ich habe es gestern im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, hey, Goretzka spielt hinten raus eine super Saison, kann wirklich einer werden in der nächsten Saison, der die Bayern anführt, schießt ein geiles Tor, dann mach einen Deckel drauf, dann ist es okay. Jetzt mit den neuen Regeln, die wir haben und die gelten halt für alle, ist es halt abseits, dann musst du es halt abfallen. Ich bin kein Freund von dem Videoschiri, ich wundere mich nur, dass Uli Hoeneß sich dann gestern nach Abpfiff hinstellt und sagt, das ist der größte Witz, die größte Fehlentscheidung, das gibt's doch alles gar nicht. Das ist der gleiche Uli Hoeneß. Warte, Kai, Laura hat das für uns, dann kannst du es noch mal genau, wir können mal verraten, dann kannst du noch was dazu sagen, ganz bitte. Genau gesagt hat. Also die Entscheidung war der Witz des Jahres, es war gleiche Höhe, ein Millimeter ist kein Vorteil, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Der Videobeweis ist dazu da, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Jetzt hier. Und das ist nicht ich finde das gut, was er gesagt hat. Wir können doch nicht jede Woche das Ding neu erfinden. Das ist doch Irrsinn. Hier geht es nicht um eine Bewertung, sondern Bewertung, wie interpretiere ich eine Szene, sondern es gibt keine Interpretation bei Abseits. Entweder es ist der Körperteil, mit dem du ein Tor erzielen kannst, entscheidet. Und wenn du das so möchtest, sehr gern, dann können wir sagen, lass uns damit aufhören. Im Geiste, im Sinne des Spiels, übergeordnete. Aber wenn wir uns mal darauf verständigt haben, hat es keinen Zweck, finde ich, darüber zu reden, wie beim Metzger darf es eine Scheibe mehr sein. 2 Zentimeter gilt, 1 Zentimeter gilt nicht. Ja, zumal das, was er da noch als Anhang dran gefügt hat, die klare Fehlentscheidung war das nicht. Ja. Das gilt ja für ganz andere Dinge. Das gilt für die rote Karte, das gilt fürs Handspiel, das gilt für Elfmeter und für Spielerverwechslung. Bin mir nicht ganz sicher, ob diese Regel erfunden wurde in der Zeit, als Uli Hoeneß nicht ganz so viel Zeit hatte und das möglicherweise nicht mitbekommen hat. Oh, na, komm. Bleiben wir mal einmal sportlich und sachlich. Das ist der gleiche Uli Hoeneß, der im DFB-Pokal-Halbfinale einen Elfer geschenkt bekommen hat, als sich Coman im 16er fallen lässt. Und da kam nichts. Da hat er sich nicht hingestellt und hat gesagt, hey, wir sind heute weitergekommen, weil das war der größte Witz des Jahres. Da kam nichts.
Kai, das würde ich aber an seiner Stelle auch nicht machen. Ja, warum soll ich da hinstellen? Dann kannst du nur gestern nach dem Ding nicht sagen, das ist der größte Witz des Jahres. Auf der einen Seite davon profitieren und dann in dem Moment, wo es dir nicht mehr gefällt, dann sagen so, hey, das war der größte Witz. Aber wenn er, das passt einfach. Wenn er der Meinung ist, es ist das gleiche Höhe, dann ist das halt seine Meinung. Warum darf er das nicht auch sagen? Aber hier geht es um die Meinung. Hier geht es um das Messen. Wenn wir es messen können, interessiert mich die Meinung von wem auch immer. Faktisch null. Ist es abseits. Ja. Und wenn es faktisch abseits ist, bitte. Gleiche Höhe ist aus der Zeit, wo ja. Uli Hoeneß noch gekickt hat. Ich kann es auch nicht ändern, aber ich bin auf der Seite von Uli Hoeneß. Ich kann es nicht ändern oder so. Marcel hat recht. Marcel hat früher Physik studiert und hat auch recht und so weiter. Astrophysik. Ein bisschen Astro, noch schlimmer, aber ich habe ein bisschen Fußball. Ich habe lange auf deine Sachlichkeit verzichten müssen. Ja. Okay, alles gesagt. Du wolltest noch was sagen, oder? Nein, ich habe es doch gesagt. Ich kann das nachempfinden, was Uli gesagt hat. Also, du hast aber ich habe ja keine Physik studiert. Alles klar. Astrophysik. Können wir schon auf einmal durchmachen, einen Sport sind wir wieder da. So, das mit der Astrophysik haben wir auch geklärt. Jetzt gehen wir mal in die Sebener Straße. Stefan Kumberger, unser Mann, ist vor Ort. Hallo, Stefan. Guten Morgen. Hallo, liebe erste Frage, mal rein sportlich. Thiago ist gestern rausgegangen. Wer hat trainiert? Wer ist verletzt? Ist das Lazarett größer geworden? Also heute ging es um 11.07 Uhr hier raus auf den Trainingsplatz und das gewohnte Bild an solchen Tagen. Es waren nur die Reservisten draußen, alle anderen haben sich aufs Fahrradergometer gesetzt und trainieren individuell. Aber es ist schon so, dass bei den Bayern jetzt langsam das Problem auftritt. Man hat viele, viele Spieler, die nicht komplett verletzt sind, aber doch an ein paar Wehwehchen zu laborieren haben. Und das birgt natürlich das Risiko, dass man ins Spiel geht und nach 20 Minuten merkt, oh, es geht dann doch nicht. Und dann hat man wieder einen Wechsel, den man vollziehen muss. Also Niko Kovac muss da wirklich sich auf seine Spieler verlassen und auch auf die Ärzte hören, bei wem es wirklich geht und bei wem nicht. Und bei Thiago war es gestern Abend die Rückmeldung von den Bayern, ja, es wird wohl hinhauen. Allerdings war das auch der Thema bei Manuel Neuer und der trainiert derzeit nicht. Gar nicht? Der war gestern auch nicht dabei, ne? Ist nicht mitgefahren nach Leipzig, stimmt doch? Genau, richtig. Auch eine erstaunliche Sache, wie ich finde. Die Mannschaft des FC Bayern kann deutscher Meister werden in Leipzig und der Kapitän fliegt nicht mit. Klar, Reha ist wichtig, aber ich weiß nicht, ob das einer möglichen Meisterschaftsfeier vorgeht. Was er gerade macht, können wir nicht sehen, weil er sich im Gebäude befindet, aber draußen bei den jungen Torhütern von Torben Hoffmann und Früchtl ist ja nicht zu sehen. Ist die Stimmung so ähnlich wie das Wetter? Wir sehen dich da gerade im Regen stehen. Ja gut, also die Stimmung könnte natürlich besser sein. Das haben die Bayern auch gestern schon in den Interviews durchblicken lassen, dass sie das schon wurmt, weil die Mannschaft des FC Bayern ist in dieser Saison keine, wo es drauf ankommt, ja, wenn man mal am 30. oder am 31. oder am 32. Spieltag Meister, sondern die Mannschaft ist schon in diesem Zustand, dass sie sich retten wollen und retten müssen, irgendwie noch ins Ziel zu kommen. Und da hat das Nürnberg-Spiel, also das Spiel in Nürnberg und auch das gestrige Spiel, hat schon die Stimmung sehr, sehr, sehr schlecht werden lassen. Noch dazu kennen wir ja auch die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Niko Kovac. Also das ist auch wieder so ein Thema, das die Spieler überhaupt nicht gebrauchen können. Nervt die Spieler das auch mittlerweile, Stefan? Die Spieler äußern sich zu diesem Thema überhaupt nicht. Wer richtig genervt ist, ist Uli Hoeneß. Gestern hat er ja, wie ihr schon besprochen habt, da ein bisschen gegen die Presse ausgeteilt, ist nochmal aus dem Bus herausgehüpft, hat sein iPhone herumgezeigt und hat sich über diese Abseitsposition geärgert. Was man aber weiß, er ärgert sich natürlich auch über diese Trainerdiskussion, die nicht mal wir Medien angestoßen haben, sondern die ja vom Vorstandsvorsitzenden von Karl-Heinz Rummenigge kam. Und der hat es gestern auch wieder vermieden, sich voll und ganz hinter Niko Kovac zu stellen, sondern hat es ein bisschen so als Motivationstrick verkauft, dass er die Sache mit der Jobgarantie einfach nicht ausgesprochen hat. Und das ist natürlich ein Thema, das die Bayern kolossal nervt, dass plötzlich der Trainer, der ja noch das Double holen kann, ja, im Feuer der Kritik steht. Wie ist der Plan für die Woche jetzt, Stefan?
Also es wird die ganze Woche über nicht öffentlich trainiert. Ich gehe mal davon aus, dass auch sämtliche Medienaktivitäten unter der Woche eingestellt werden. Normalerweise wäre ja heute eigentlich ein freier Tag gewesen, hätten die Bayern es geschafft, Meister zu werden. Dem ist jetzt nicht so. Und jetzt werden erstmal die Schotten dicht gemacht. Am Donnerstag ist dann Pressekonferenz mit Niko Kovac. Aber ansonsten wird man hier von der Säbener Straße nicht viel hören. Zumindest nichts Offizielles. Stefan, es regnet richtig, sehe ich. Bevor du noch nasser wirst, geh schnell ins Trockene. Vielen Dank für deine Einschätzung. Bitte schön. Christian, schauen wir noch mal auf. Bayern war ein bisschen besser im Spiel gestern, glaube ich, als Leipzig. Schauen wir noch mal auf den Freistoß von Robert Lewandowski, der ja auch fraglich schien vor dem Spiel. Ja, bis auf dass er nicht im Tor gelandet ist, war er sensationell geschossen. Das hat er ja... Hat er gut ausgeguckt. Ich glaube, Gulaschi macht dort den Schritt nach, in die falsche Richtung. Sollte er nicht machen, ne? Eigentlich, ne? Sollte er eigentlich nicht machen. Und da haben sie schon viel Glück gehabt, die Leipziger. Das war sehr knapp. So, hier sehen wir es nochmal. Ja. Gute Chance, ne? Ja, auf jeden Fall. Peter, wie oft hast du eigentlich so Standards immer trainiert, weil wir eben schon davon gesprochen haben? Ja, regelmäßig, aber... Überlässt du das den Spielern dann auch, was sie machen, oder... Ja, es gibt ein paar Dinge, die durchbesprochen sind und dann gibt es die Entscheidung am Feld, was die Jungs dann selbst machen. Da gibt es zwei, drei Optionen, zwei, drei Varianten und du kannst von außen ja nicht sagen, wer sich jetzt gut fühlt, muss jetzt den Freistoß schießen oder decken. Da hast du zwei, drei Leute, zwei, drei Ideen, ebenso bei Freistößen auch. Ich halte es auch bei Elfmetern so, dass ich normalerweise ein, zwei Jungs habe, die das schießen, aber wenn der andere entscheidet, dass er hingeht, wir verlangen von denen permanente Entscheidungen und dann gibt es wichtige Dinge, da möchtest du alles rein transportieren, was du glaubst, dass in dem Moment das Richtige ist. Also habe einen anderen Zugang, deswegen war auch hier klar, es gibt zwei, drei Optionen, die dann schießen können und wäre im Grunde auch die richtige Variante gewesen. Wir können noch mal die Eckball-Variante von Liverpool besprechen, ne? Aber jetzt schauen wir noch auf eine Szene. Die haben sie nicht trainiert, das kann so viel kann er das so. Ne? Ja. Das kann man so nicht trainieren, oder würdest du sagen, ganz klar. Also es gab eine Szene dann auf der anderen Seite noch. Süle beteiligt. Herbert, sag mal, für dich ein Foul? Und damit ein Elfmeter, ja oder nein? Nein, kein Elfmeter und zwar aus dem Grunde schon durch Körperkontakt, ist klar. Aber der Spieler ist auf der Bewegung nach da, er geht nach außen. Die Bewegung geht aus dem 16er raus, Körperkontakt ist da und nein, kein Elfmeter. Er geht zum Ball und trifft den Ball auch. Und wenn du gegen Süle läufst, wenn du dann stehen bleibst, bist du ein ganz großer. Du kannst auch gegen einen Fuß laufen. Ja. Also ich finde, das ist gar nichts. In der Premier League würde nicht mal drüber diskutiert. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber das ist ein Zweikampf, Thomas. Aber jetzt fangen wir mal nicht normaler Zweikampf. Ja. Bin ich auch. Aber wenn du so attackiert hättest und der hätte Elfmeter gegeben, was hättest du gesagt? Ja. Das ist ein normaler Zweikampf. Ja. Also da war nichts. Das ist so ein Ding mit nur im DFB-Pokal gefilmt. Ich hätte ihn weggegrätscht. Ja, richtig. Dann wäre es kein normaler Zweikampf. Ich hätte mit Ball natürlich. Ach, mit Ball natürlich. Ja, das Problem bei dir wäre gewesen, weil du nicht so schnell da gewesen wärst. Was habe ich denn jetzt mit dem Spiel? Habe ich schon mal darauf gewartet. Weißt du? Das haben sie immer zu mir gesagt, ne? Weil ich deren Fehler ausbügeln musste. Verstehst du? Ich musste nämlich immer hinterherlaufen. So, aber Kai hat natürlich gerade das Richtige gesagt. Mit sowas kannst du den DFB-Pokal gewinnen. Erinnern wir uns mal an die Szene von Bayern in Bremen. Das war mindestens genauso wenig. Und es hat das Spiel entschieden. Bayern ist im Finale. Aber im letzten Pokalfinale war doch auch was, oder? Zugunsten von Frankfurt dann aber, oder? War das nicht so? Weißt du das noch, Herr Rebert? Zugunsten von Frankfurt? Ja, das ist Felix Zweier. Felix Zweier ist nach draußen gelaufen und das Foulspiel war an Nachspielzeit. Wäre der Ausgleich für Bayern gewesen. Und dann hat man das im Fernsehen gesehen und auf Felix Zweier zum Apparat lief. Da habe ich gedacht, oh Gott, ja. Mhm. Und dann ist er zurückgekommen und hat Eckball gegeben und das fand ich gut. Da hast du gejubelt. Also, Ralf Rangnick wollen wir noch mal hören. Das untergeht. Bitte. Wir wollten gerne ein richtig gutes Spiel machen. Wir wollten den Bayern auf Augenhöhe begegnen. Wir hätten auch gerne gewonnen. Aber für uns ging es ja jetzt heute nicht um alles. Das ist im Pokalfinale dann schon ein bisschen anders. Da geht es darum, einen Titel holen zu können und zu wollen. Und da kommen bei uns sicherlich auch noch mal ein paar Prozentpunkte mehr Adrenalin hinzu, als es heute der Fall war. Ja, also haben Sie... Was heißt das?
Das heißt, dass die Bayern gestern ein gutes Spiel gemacht haben. Sich und Leipzig hat sich aufs Pokalfinale konzentriert, oder? Ja, selbstverständlich. Und sie haben nicht verloren, sodass du nicht irgendwie was zusammenschustern musst, wieder basteln musst. Die Bayern ärgern sich über ihren Nürnberg und Freiburg. Das gestern war völlig okay, dann unentschieden in Leipzig zu spielen. Aber in Nürnberg musst du, wenn du die Dinge klären willst, musst du anders auftreten. Darüber ärgern sich. Darüber ärgert sich möglicherweise auch der Sportkamerad Rummenigge. Und warum kriegen wir es nicht so hin? So, dann schalten wir gleich mal nach Dortmund. Wir wissen es nicht glauben, Marcel. Ja? Noch da ist Olli Müller wieder vor Ort. Also, es war ein Zittersieg gestern. Darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Sie können erstmal wie jeden Sonntag 100.000 Euro gewinnen. Vielen Glück, wir sind gleich wieder. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. So, nach 10 Jahren fällt die Entscheidung um die Meisterschaft am letzten Spieltag. Doch in Dortmund wurde gestern wieder sehr, sehr lange gezittert. Das Titelfinale stand bis zur letzten Sekunde auf wackeligen Beinen. Dortmund atmet durch. Die Restchance auf den Titel lebt und der Boss höchstpersönlich macht den Einpeitscher. Die Mannschaft hat heute brutalen Druck gehabt. Aber der Druck, der wandert jetzt weiter nach Süden, ist auch klar. Doch dieses Spiel hat wieder gezeigt, Dortmunds Psyche ist der größte Gegner. Trotz Führung hat der BVB die eigenen Nerven nicht im Griff. Ein Spiegelbild der letzten Wochen. Dem BVB fehlt die Souveränität. Es war knapp, es war viel zu knapp. Bürki-Ersatz-Hitz patzt beim Düsseldorfer Ausgleich. Auch beim Elfmeter fehlt Abwehrchef Akanji erneut die Abstimmung. Zudem gibt die Dortmunder Überzahl keine Sicherheit. Nicht einmal das 3:1 in der Nachspielzeit von Mario Götze sorgt für Ruhe. Das ist klar, die 5-7 letzten Minuten waren nicht einfach. Der BVB wurstelt sich zum Titelfinish. Deshalb fordern wir, für den Titel braucht der BVB den Mut der Hinrunde. Peter, ist es nur der Mut, der fehlt jetzt? In der Rückrunde? Es ist eine schwierige Situation, wenn du so viel Vorsprung hast. Eine Saison hat halt Höhen und Tiefen. Das geht nicht permanent nach oben. Vor allem, wenn du so ablieferst, wie es die Dortmund zu Beginn gemacht haben. Naja, nicht von mir aus. Ich habe noch Marcel angeguckt, der hat genickt. Deswegen war er schuldig. War alles in Ordnung. Das war nicht meine Entscheidung. Aber das. Wenn du das Ganze betrachtest, dann musst du sagen, dass sie jetzt in der Situation sind, noch um die Meisterschaft zu kämpfen. Das ist etwas, was sie voriges Jahr zu dem Zeitpunkt nie gedacht hätten. Das machen einen richtig guten Job. Jetzt in den Spielen ist es so, dass sich die Gegner auch nach der Hinrunde ein bisschen besser darauf eingestellt haben, was das Tempo betrifft, von Sancho, von Reus, vom Tiefgang, ob dann Pulisic oder Larsen über die Außen kommt. Götze spielt eine ordentliche Saison. Die Gegner haben sich besser darauf eingestellt. Auch nicht nur die Bayern, auch die Dortmunder haben ihre Punkte liegen gelassen gegen Mannschaften, wo man normalerweise sagt, sie müssen die Dreier machen. Die haben sie auch liegen gelassen gegen kleinere Gegner. Schalke? Sage ich ja, gegen kleinere Gegner? Nein. nein, aber das ist nicht ganz so einfach, das fertig zu machen. Das sieht man, dass die Dortmunder das nicht fertig machen können. Das sieht man jetzt auch, dass die Bayern nicht fertig machen können. Deswegen wird es spannend. Ich bin nicht sicher, ob das nicht ist normal. Ist für dich völlig offen? Ich habe ja. nach dem Bayern-Spiel, als die klare Niederlage ja. war, habe ich gesagt, ich schaue mir die Auslosung an und ich sage, das ist eine 50-50-Situation, immer noch. Weil das war ein Spiel, wo die Bayern aufgetreten sind, wie ganz, ganz selten in der Saison, wirklich mit. Du hast das Spiel gesehen, nach 5 Minuten hast du gedacht, die Körpersprache ist außergewöhnlich. Und das hat die Dortmunder beeindruckt. Aber die Geschichte ist noch nicht gegessen. Also noch dazu, weil ich auch der Meinung bin, dass die Dortmunder sich in den letzten Wochen, vor allem in den Auswärtsspielen, befreiter gezeigt haben als in den Heimspielen. Das waren die Spiele in Freiburg, das Spiel in Bremen, das war 60 Minuten außergewöhnlich gut. Und ich glaube auch, dass sie das Spiel gewinnen. Und in München muss man dann sehen, wie sie in der Woche jetzt mal die ganze Geschichte hinkriegen, dass sie es dann auch positiv gestalten. Warum, Christian, ist die Handbremse gerade so angezogen
beim BVB? Also erst einmal finde ich es sensationell, dass wir so eine Saison haben. Und das haben wir den Dortmund auch zu verdanken, dass sie jetzt bis zum letzten Spieltag so ist. Aber ich glaube, dass die Vorzeichen sich natürlich vom Start der Saison bis jetzt verändert haben. Also sie kamen, wie Peter ja richtig gesagt hat, aus einer Situation, wo sie gesagt hätten, jetzt ein Jahr später, wenn wir da sind, haben wir super gearbeitet. Mhm. Es fand so ein bisschen ein Umbruch statt. Favre kam, es wurden Dinge neu angegangen, aber mit der Voraussetzung, mit keinen großen Erwartungen erst einmal. So, und dann sind sie losgegangen, die jungen Wilden, und haben es sensationell gemacht. Und dann bist du 9 Punkte vorne. Und dann ist aber diese Unbekümmertheit oder das, was du vorher nicht hattest, ist dann auf einmal ist da, du kannst was gewinnen. Oder besser, du kannst auch was verlieren. Und dann fängt das natürlich im Kopf auch ein Stück weit an. Und dann, wenn du es gestern gesehen hast, vor dem eigenen Publikum, jeder erwartet jetzt, wir schieben jetzt an, wir schießen Düsseldorf aus dem Stadion. Das macht das Ganze natürlich rein vom Kopf her nicht einfacher. Und deswegen bin ich auch dabei. Wenn du dann Auswärtsspiel hast oder bist du nicht zu Hause, da kannst du Gas geben, dann wird es wahrscheinlich noch ein Stück weit einfacher. Wir haben eine Szene rausgesucht, haben wir auch eben schon mal angeschaut. Vielleicht kannst du es da noch mal an dieser Szene erklären. Also auf der einen Seite haben sie viel von einer Seite auf die andere Seite gespielt. Also den Ball haben sie ja immer, ne? Ball haben sie, aber du musst natürlich, ich finde, man muss auch mal Respekt vor dem Gegner haben. Die Düsseldorfer haben eine super Saison gespielt, sie waren es sehr gut. Aber es hat halt so, der Tiefgang hat dann ab und zu halt gefehlt. Wobei ich das, wenn man die Lösung nach vorne direkt nicht findet, dann muss man halt auch mal Geduld haben. Und das haben sie auch bewiesen. Also, und am Ende des Tages haben sie das Spiel gewonnen. Also. Aber ich finde diese Geduld, ich habe in der Rückserie Borussia Dortmund ein paar Mal gesehen. Da ist mir aufgefallen, dass Witzel, Weigl, Delaney doch immer wieder den Gegner dadurch stark gemacht haben, dass sie durch Ball halten, Ball um die Mittellinie herum, das ständige Zuspiel, immer einen völlig formierten Gegner angetroffen haben. Und das Spiel in die Spitze, das sie in der ersten Halbserie doch gerade Witzel, Delaney auch gesucht haben, völlig haben vermissen lassen. Und das hat wiederum den Gegner stark gemacht und das hat dann zu diesen Ergebnissen auch geführt. Ich finde aber, dass es ein anderes Spiel war, das hat Peter auch gesagt. In der Hinserie sind sie viel darüber gekommen, dass sie ein schnelles Umschaltspiel haben und mit Tempo nach vorne. Jetzt haben sie sich die Gegner darauf eingestellt, wie er gesagt hat. Sie stehen selber weiter hinten drin, gut formiert. Und dann hast du gar keine andere Möglichkeit, als Geduld zu haben. Weil wenn du jeden Ball in die Spitze spielst, verlierst, bist du immer derjenige, der hinterher rennt. Also musst du ja Geduld haben. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, so die Aggressivität gegen den Ball, wenn Düsseldorf am Ball war, die fehlte mir. Die haben sie in der Hinserie eher gehabt. Also haben sie zum Teil Es gab nicht so viel Anlaufen und so weiter. Genau, da hat es nur einer gemacht. Dass du sagst, okay, wenn du den Ball verlierst, dass du da sofort wieder aggressiv drauf gehst, den Ball wieder eroberst, du bist zu Hause, ich gebe ihnen überhaupt nicht den Raum zum Atmen. Das mit der Geduld im Offensivspiel finde ich persönlich, dadurch, jetzt sage ich es zum dritten Mal wahrscheinlich, die Gegner sich so stark dagegen auch in der eigenen Hälfte stellen, ist es ein Stück weit schwieriger, nach vorne zu kommen, sich Chancen zu erarbeiten, als wenn du selber ein bisschen tiefer stehst und kannst schnell umschalten und dann mit schnellen Spielern nach vorne spielen. Also das Spiel hat sich schon für sie auch ein bisschen verändert. Bevor du es jetzt zum vierten Mal sagst, schalten wir nach Dortmund. Okay. Davon. Olli Müller ist da. Olli, grüß dich. Ja, schon besseres Wetter, ne? Guck mal. Schon spiegelt die Ergebnisse wieder. Ja, Olli, wir waren ja beide gestern oder durften ja beide gestern im Stadion sein. Diese Schlussphase, die war ja auch symptomatisch, glaube ich, so ein bisschen auch für die Rückrunde, oder? Dieses Zittern, die Unsicherheit. Ja, da brach das eigentlich noch darauf, was schon gegen Schalke 04 bei der Heimniederlage im Derby zu sehen gegeben hat oder dann auch zuletzt in Bremen, wo man ja wirklich richtig gut gespielt hat und wo man sich dann nach einem individuellen Fehler völlig aus der Spur hat werfen lassen. Und das ist halt einfach das große Problem dieser Mannschaft. Es ist ein bisschen schwer zu ergründen. Es gibt nicht diesen einen Grund, den man jetzt benennen kann und an dem man dann vielleicht auch arbeiten kann, um dieses Problem abzustellen. Es ist ein Sammelsurium. Es hängt sicherlich damit zusammen,
dass man etwas zu verlieren hat, wenn man 9 Punkte Vorsprung auf die Bayern hatte, als Topfavorit auf die Meisterschaft galt, womit man zu Saisonbeginn nicht ansatzweise gerechnet hat, dann hat sich da schon so etwas wie Druck aufgebaut. Und zum anderen ist es natürlich sowas wie die Self-Fulfilling Prophecy. Man erinnert sich daran, was ist in den vergangenen Wochen passiert. Gestern Thomas Delaney, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, es herrschte zwischenzeitlich Chaos und wir haben einiges, an dem wir arbeiten müssen im Nachklang dieser Saison. Nur die Saison ist natürlich noch nicht vorbei und man zwingt sich sozusagen in Dortmund jetzt tatsächlich an diese Restchance auf den Titel noch zu glauben. Hier hat eben das Auslauftraining stattgefunden, die Reservisten haben trainiert und darunter ist, wenn man es sagen will, ein Edelreservist, ein ganz, ganz wichtiger Mann, Marco Reus, dessen Sperre wird abgelaufen sein. Und das ist natürlich einer der Hoffnungsträger, dass man zumindest seinen Teil erfüllen kann, um tatsächlich hier noch ein Wunder möglich zu machen, sprich den Sieg in Mönchengladbach mit Marco Reus. Peter, hat gestern dem BVB auch diese Schnelligkeit gefehlt von Marco Reus? Sancho war auch angeschlagen, ja, war krank, ja, ist dann reingekommen? Also, das ist, ich glaube, die Dortmunder haben im Sommer nach der letzten Saison gute Entscheidungen getroffen, was Personalpolitik betrifft. Aber natürlich sind die zwei Jungs, die für mich Alcacer trifft, alles gut. Götze spielt eine ordentliche Saison. Die zwei Sechser sind gut, aber nach vorne im Spiel ist Sancho und Reus sind die Spieler, die den Unterschied ausmachen für Dortmund. Und die haben gestern beide gefehlt. Das sind Spieler, die 1-1-Situationen so gut lösen können wie sonst keine Spieler in Dortmund. Und wenn du die dann nicht hast und gegen einen formierten Gegner, macht es das ganz einfach schwer. Das heißt, manchmal ist Fußball relativ leicht auch zu erklären, warum es mal nicht ganz so funktioniert, wie sich das 80.000 im Stadion vorstellen. Mhm. Olli, wir haben uns gestern gewundert, der Boss Hans-Joachim Watzke war auf der PK und hat zum Druck im Titelrennen Folgendes gesagt. Ich glaube, wir haben jetzt eine Situation, einen Spieltag vor Schluss, dass die Bayern alles verlieren können. Und wir alles gewinnen können. Ich glaube nicht, dass irgendeiner bei Borussia Dortmund, irgendein Spieler, irgendeiner noch ein bisschen Druck empfindet. Weil wir haben alles geliefert, was man diese Saison liefern musste. Wir können jetzt nur noch gewinnen. Also es gibt keinen Druck mehr. Es ist eine Phantomdiskussion. Jo. Olli, was sagst du dazu? Wie deutest du das? Naja, das ist so ein bisschen die Holzhammer-Methode. Man schiebt den Druck jetzt nach München, nachdem für jeden offensichtlich war, dass der Druck eindeutig bei Borussia Dortmund spürbar war. In den vergangenen Wochen, auch gestern. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass euch ein, wenn auch imposantes Machtwort des BVB-Bosses auf einmal hier alle völlig befreit in dieses Spiel in Mönchengladbach reingehen werden. Das ist das große Problem. Die Mannschaft hat keine Erfahrungswerte im Umgang mit naturgemäß diesem Druck, der im Titelrennen auf einen lastet. Und Lucien Favre ist ein Trainer, der hier Großartiges bewirkt hat in Dortmund. Nur er ist jetzt nicht unbedingt als Psychologe, als Motivator derjenige, der jetzt seinen Realismus völlig beiseite schiebt und sagt, ja klar, wir werden deutscher Meister. Aki Watzke versucht da so ein bisschen diesen Job mit zu übernehmen. Ist eigentlich klassische Trainerarbeit, Motivationsarbeit. Gilt jetzt nicht nur für die Spieler, sondern es gilt auch für die Fans, jetzt noch mal dran zu glauben. Aber das klingt so ein bisschen wie das Pfeifen nachts im dunklen Walde. Aber andererseits, ich habe Verständnis dafür, was soll er sonst machen? Ist das motivierend? Haben Sie nichts zu verlieren? Ja, natürlich. Also in dem Spiel sind die Vorzeichen klar. Klar, dass Bayern kann, wenn ich die ganze Saison sehe und sage, okay, wenn ich mal 9 Punkte vorne bin, dann ist es ein Zeichen, dass ich außergewöhnlich performe oder die Bayern nicht an ihre Leistungsgrenze kommen, dann sollte ich eigentlich als Dortmund, Leipzig, Gladbach, Schalke, sollte ich da sein. Das haben sie vor dem letzten Spiel mal nicht mehr selbst in der Hand. Aber wenn man Aki Watzke kennt, dann weiß man, dass er das natürlich sehr bewusst sagt. Wahrscheinlich hat er gehört, dass... Du kennst ihn noch ein bisschen. Ja, erzähl mal. Ja, ich glaube, dass er mitbekommen hat, dass es eine Diskussion gibt mit Kovac. Da setzt er sich dann rein und schiebt noch einen nach. Ne? So, die klassische Geschichte. Also so unintelligent, würde ich sagen, ist die ganze Herangehensweise nicht. Es verändert die Voraussetzungen für die Arbeit, für die behandelnden Personen gar nicht. Hm. Aber fürs Umfeld natürlich... wahrscheinlich, wenn wir noch ein bisschen darüber diskutieren, was strategisch im Vorfeld von Dortmund gut ist und was bei Bayern strategisch rein vom Gefühl her schlecht ist, dann haben wir am Ende wahrscheinlich eine 50-50 Aussage von den Fans, wer ein Meister wird. Nicht? Und die war zu Beginn wahrscheinlich 80-20. Und so ist die Gefühlssituation. Das heißt, damit zu spielen, finde ich nicht ganz dumm.
Ist Aki Watzke jemand, der Sie dann als Trainer beispielsweise vorwarnt und sagt, ich gehe jetzt gleich in die Pressekonferenz und gebe mal den Ton vor für die nächste Woche? Oder sitzen Sie als Trainer da und erfahren das hinterher, oder wenn es soweit ist? Nein, also in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, war gar nichts im Hinterher oder sonst irgendetwas, sondern wir sind sehr, sehr vertrauensvoll zusammengesetzt, haben Sachen durchdiskutiert. Das war ja auch eine richtig schwierige Saison. Und die hat man dann auch im Endspurt nicht auf den vierten Platz gebracht, wenn nicht in unserer Zusammenarbeit alles top war. Also ich gehe davon aus, dass Aki jetzt bewusst da reingegangen ist, zu Michael Zorc gesagt hat, hey, lass mich mal einen rausschießen, zu Fabri gesagt hat, ich setze mich neben dich und wir schieben den Druck nach München. Also davon gehe ich aus. Also das kann man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass er nicht da reingeht und alle überrascht waren, ganz sicher also nicht. In München sind Sie sicher so am Zittern jetzt nach dieser Aussage. Wenn sich Karl-Heinz Rummenigge neben Kovac gesetzt hätte, würden wir hier im Dreieck um den Tisch tanzen jetzt. Also, das würde den Zuschauern Maske, nicht zumuten, dass wir hier reden. Und es ist auch wieder, ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt. Wenn das juckt, weiß ich nicht. Aber okay, wenn es denn hilft. Nochmal, die Situation ist relativ simpel. Sie können in Gladbach machen, was sie wollen. Die Bayern müssen einen Punkt holen gegen Eintracht Frankfurt. So, und ja, aber die haben es in der Hand. Aber Marcel, da beginnt es doch schon. Ja. Was auch ein bisschen tragisch ist für Borussia Dortmund. Gladbach hat gestern einen Auswärtssieg erzielt und hat die Chance, in dem internationalen Fußball ganz nach vorne zu kommen. Das heißt, wir sind Euroleague, Champions League und so weiter. Ja. Gladbach ist genötigt zu gewinnen und will gewinnen. Absolut. Das macht das Spiel noch viel schwerer. Und wenn Aki Watzke glaubt, dass ausschließlich die Verunsicherung von Bayern München ein Ziel sei, dann kann ich nur davor warnen, ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund in Gladbach gewinnen wird. Glaube ich nicht. Denn für Gladbach geht es um ganz, ganz viel. Ja, damit ist ja für dich die Meisterschaft dann durch. Die Mannschaft hat auch eine, hat auch Qualität, Borussia Mönchengladbach. Und von daher ist das ein ganz, ganz schweres Spiel und ich glaube nicht daran. Heribert, und ich persönlich glaube, dass Eintracht Frankfurt das als absolutes Finale ansehen wird, im Sinne von Euroleague-Finale. Ich war am Donnerstag mit an der Stamford Bridge. Ich auch. Bei diesem, habt ihr gesehen, wie du geweint hast. Ja. Bei diesem dramatischen Ding. Also, hat er dich wieder nicht gegrüßt, oder was? Das Journalist ist an sich hat ja immer nur den Tunnelblick und das große Ganze sieht er nicht. Genau. Das ist einfach, Frankfurt hat ein wahnsinniges Team da vor der Brust. Also, das war auch schon. Das Finale ist großartig jetzt in der Bundesliga, aber ich glaube, Eintracht Frankfurt in München zu unterschätzen, sie müssen nur einen Punkt holen, das geht so kolossal in die Hose, weil die kommen richtig mit da vorher. Würde ich dagegen halten. Also um was? Aus der, da sag mir was. Gehst du Bier? Trinkst du Bier? Gehst du Bier? Hey, ich könnte was ins Phrasenschein schmeißen. Auch okay. Bier vom Fass. Ich glaube, dass aus der eigenen Erfahrung, wenn du Bayern München bist, spielst zu Hause und hast die Möglichkeit, Meister zu werden, da kann der Vorstandsvorsitzende kann sich nackt ausziehen, ein Interview geben, der Trainer kann erzählen, was er will. Du gehst als Spieler auf den Platz und du willst Meister werden und du wirst das zu Hause so rocken, dass du sicher Meister wirst. Da brauchst du keinen mehr. Also ist alles, was außenrum passiert, völlig egal. Und deswegen freue ich mich auf die Kiste hier. Das wäre auch schön gewesen, wenn euch. Ihr könnt ja auch mal. Einer von euch beiden zieht sich dann nackt aus. Wie wäre es denn damit? Nee, komm, wir müssen noch mal schnell Olli fragen. Das will keiner sehen. Wir haben es in München ja gefragt, wie die Woche verläuft. Wie sieht es in Dortmund denn aus? Was ist der Plan? Ich glaube, dass es im Prinzip ähnlich verlaufen wird. Es steht noch nicht ganz fest, ob jetzt alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Aber Sebastian Kehl hat sich gestern so geäußert, dass man in die Richtung denkt, also man möchte möglichst viel, wie heißt das dann so schön, von der Mannschaft weghalten. In dem Bewusstsein natürlich, dass tatsächlich die Mannschaft in den vergangenen Wochen massive Probleme mit dem Druck, mit der Nervenbelastung hatte, versucht man tatsächlich eine Atmosphäre zu kreieren, dass sie möglichst befreit in dieses letzte Spiel bei Borussia Mönchengladbach gehen kann, dass sie es vielleicht tatsächlich irgendwie als Bonusspiel ansieht, um dann druckfreier dort auszuspielen und vielleicht daran anknüpfen kann, da hat Peter Stöger ja völlig recht, dass sie sich auswärts in den vergangenen Wochen in der Regel gut präsentiert hat. Diese 60 Minuten gegen Werder Bremen waren phänomenal, bis dann dieser erste Patzer passierte. Also man will die Mannschaft so in die Spur bringen, dann wieder mit Marco Reus, dass man im Borussia Mönchengladbach auf jeden Fall gewinnen kann. Und dann schauen, was kommt. Olli, vielen Dank für die Einschätzung. Grüße nach Dortmund.
Wir haben gerade diskutiert, war das von Aki Watzke ein Motivationsappell? Wenn jemand weiß, wie das geht oder was Motivation bedeutet, dann ist es dieser Mann, der ja, vielleicht in Liverpool Geschichte schreiben kann. Motivation läuft nicht in einer halben Stunde ab, Motivation läuft nicht in 12 Minuten ab oder in einer Stunde. Du musst eine Atmosphäre kreieren über Stunden, Tage, Wochen, Monate im besten Fall, in der solche Dinge grundsätzlich möglich sind. So, das ist es. Und dann geht es nicht mehr so wahnsinnig. Aber je mehr du in so einer Situation aus dem Sattel gehst, als Trainer, habe ich zumindest für mich gelernt, desto mehr spürt die Mannschaft, da ist irgendwas im Busch. Ja, der hat das Gefühl, er muss ein bisschen mehr machen, weil er glaubt, wir sind nicht bereit dafür. Du warst ja vor Ort, oder hast du mit ihm gesprochen, ne? Das Interview geführt. Er geht doch eigentlich immer aus dem Sattel gefühlt, ne? Nicht mehr. Nee? Nee, ist cooler geworden. Definitiv. Woran macht das fest? Erfahrung einfach. Die Spieler, er ist ein Menschenfänger. Die Spieler folgen ihm total, weil sie wissen, das, was er ansetzt, das, was er vorgibt mit seinem Team, das kann man umsetzen, dem kann man glauben. Und deswegen kommt so ein Ding jetzt gegen Liverpool zustande. Und ich glaube, beim Kloppo waren es 96% seiner Jahre, die ich ihn kenne, jetzt 29 Jahre, hat er bis zum allerletzten Spieltag um irgendwas gekämpft. 18 Jahre mit Mainz 05, entweder gegen den Abstieg oder um den Aufstieg, mit Dortmund um Pokalendspiele in der Meisterschaft, mit Liverpool jetzt genau das Gleiche. Irgendwann wirst du so abgekocht, dass du genau weißt, zu 100% weißt, wann, was und welches Mittel richtig ist. Das lebt er super vor. Er hat gesagt, Motivation, das dauert ein bisschen. Das genau. Habe ich richtig verstanden, Peter? Wie würdest du das sehen? Naja, das. Ja. Oder wie definierst du das überhaupt? Ja, Motivation ist es ja, man glaubt immer, da stellt sich jemand in die Mitte und macht irgendeinen Tanz und das funktioniert dann. Ne? Die Wahrheit ist, da hat er hundertprozentig recht, Motivation ist etwas, wo du dich dann an dem Machbaren anhalten kannst, wo du weißt, das ist umsetzbar, so wie er es gesagt hat. Und das ist ein Prozess, dass die Jungs und die Führung eine Idee haben, was wir denn wirklich erreichen können. Was ist das, wo unser Limit ist und wie lange können wir auf einem sehr hohen Niveau dieses Limit halten. Das ist ein Zugang der Motivation. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn irgendjemand jemanden einreden möchte, dass er mit 1,60 einen Kopfball gewinnt. Sondern er muss ihm mitgeben, was hat er in der Umsetzung möglich, was sind seine Stärken, wo kann er sie einbringen. Und im Laufe einer Entwicklung weißt du dann, wo du hingehen kannst. Und da sagt er dir, das kannst du umsetzen, dann weißt du, das ist eine Motivation. Also der Faktor der Motivation kann von außen kommen, aber natürlich ist das Entscheidende, dass die Jungs selbst daran glauben, dass sie eigene Motivation haben und wissen, was sie für Stärken haben und die am Platz bringen. Und das macht er seit Jahren gut, aber das ist eigentlich ein Trainergeschäft und ist Basis dafür, dass du eine homogene Mannschaft hast. Ja, aber du musst ja irgendwo den Point of Turn erwischen, wo du so einen Verein, die Fans, eine Mannschaft, die Spieler alle abholen kannst. Und ich kann mich noch sehr gut an die erste Pressekonferenz erinnern von Jürgen Klopp in Liverpool. Da hat er diesen ganzen zweifelnden Menschen dort gesagt, die alle seit Jahren, also der Verein war ja wirtschaftlich ziemlich down und sportlich ohnehin seit Jahren nichts mehr gewonnen. Da kam er mit diesem Satz um die Ecke, we have to change from doubter to believer. Also weg mit den Zweifeln, glaubt mal an euch, macht Fehler, aber glaubt an euch. Da haben die erstmal gedacht, der redet irgendwie von einem anderen Planet. Und das hat sich jetzt in diesen 3,5 Jahren so verselbstständigt, dass jeder zu 100% das umsetzt. Und das ist natürlich das, was er damit meint. Das geht nicht über Tage, Wochen, das braucht sehr lange. Aber ich glaube, das sind nicht die Sätze, die es ausmachen, sondern ich glaube, die Glaubwürdigkeit eines Trainers. Ja, natürlich, authentisch. Die Glaubwürdigkeit und Authentizität eines Trainers führt zur Motivation. Und ich halte, wenn ich dann sehe, wenn du ein Bundesligaspiel 3-0 verlierst und du lässt die Spieler einen Kreis machen und dann läuft das Trainermännchen da rum und predigt, das ist ja nur für die Medien, das ist keine Motivation. Aber die Glaubwürdigkeit in der Kabine, in der Ansprache, in der Niederlage, das führt zu einem Vertrauensverhältnis und das ist die eigentliche Ursprung der Motivation im Fußball. So habe ich das immer empfunden. Und ich glaube, was er sagt, dieses etwas längerfristige Denken ist, dass es nicht darum geht oder nicht nur darum gehen kann, wenn du wirklich Erfolg haben willst, dieses eine Spiel, so jetzt heute, jetzt gehen wir da rein, jetzt heute. Was er, in Liverpool, wenn du da warst, das ist ja, war ja immer schon so, jetzt hat er aber auch noch einen Kader. Es war immer, we are Liverpool. Das ist anders. This is Anfield und we are Liverpool. Das ist das muss jeder Spieler, der da kommt, muss das verinnerlichen. Und diese Mannschaft hat das verinnerlicht, deswegen muss er nicht mehr. Und das hat er verstanden, weil sich das abnutzt.
Also wenn jedes Mal die große Motivationsrede kommt vor dem Spiel gegen Brighton und dann musst du gegen Barcelona spielen, da brauchst du schon wieder eine andere, das kann sehr anstrengend werden. Und er war früher eher einer, der aus dem Bauch heraus. Ich glaube, dass er das dort sehr viel mittlerweile sehr viel strategisch hat sich verändert. Es gab ja Szenen in den Jahren in Mainz oder in Dortmund, wo dann Spieler irgendwann gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, in Dortmund war ja die Zeit auch vorbei. Genau. In Dortmund irgendwann mal. Ja, nach jeweils 7 Jahren. Aber das ist wahrscheinlich genau die Kunst. Ne? Genau. Genau. Und deswegen hat er sich da zurückgenommen, weil, das sagt er ja auch eben, wenn ich überpace, merken die, ey, der Alte, der erzählt mir irgendwas, ist da im Busche. Ich muss leider mal weiter. Ich muss euch leider kurz über den BVB, über Motivation, über die Premier League. Also wir haben noch eine Menge vor. Macht euch keine Sorgen. Kurze Pause. BVB wird doch noch Meister. Ja. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Also es bleibt spannend bis zum letzten Spieltag. Wir gehen noch mal nach Dortmund und schauen gestern mal auf die Tore. Ich habe gedacht, in der ersten Halbzeit fällt gar nichts für den BVB, Christian. Und dann dieser Angriff. Haben Sie endlich mal ein bisschen Platz, ne? Ja, Christian? Ja, die Geduld zahlt sich aus. Dann haben Sie es super gespielt, sind von einer Seite auf die andere zurück und wieder in den Rücken der Abwehr gespielt hier, da zurückgespielt, dann in den Rücken. Alle Spieler schauen auf den Ball, nicht auf den Mann, der frei ist. Und dann hast du die Möglichkeit. Schönes Tor. So. 9 Weiße im Strafraum, Paradebeispiel, wie es geht. Geiles Tor, cool. Echt? Wunderbar. Ausgleich dann. Heribert, könnte auch hier der Ballverlust, ne? Ja, dann fertig. Dann werden Sie nicht unter Druck gesetzt, richtig? Nicht, ne? Fink ist auch ganz frei, Entschuldigung. Kopfball ist gut gesetzt. Kopfball ist schon mal gut gesetzt. Aber guck mal bitte. Ja, Torwart ist natürlich auch. Guck mal, wie weit, ich glaube, Akanji ist es, dann wieder weg ist von Fink, jetzt hier. Bei dem Tor ist, glaube ich, das, was jetzt kommt, entscheidend. Also, na, aber ich bin bei Thomas. Ja. Also ich meine, Akanji hat nur einen, den er zu decken hat. Schau mal hier. Und er ist nicht dran. Und das ist auch, das haben wir jetzt bei dem Tor bei den Dortmundern gesehen. Jetzt hast du es hier wieder gesehen. Sobald der Ball in die Nähe von dem Strafraum kommt, dann habe ich mich an den Gegner zu orientieren und nicht nur den Ball anzuschauen. Und das passiert aber jede Woche immer wieder, weil der Spieler schaut, was passiert da draußen. Die Düsseldorfer waren zu 9 gegen den Tor und achten nicht darauf, wo der Gegner hinläuft. Und er ist auch noch vor ihm, also seine Aufgabe ist da dran zu sein, unabhängig davon, dass er den Ball natürlich halten muss und sicherlich auch wollte, aber das passiert nun mal leider. Gehen wir mal von aus. Bitte gucken wir auf 2-1 für den BVB. Warte. So, hier erstmal der Ball war mal in die Tiefe gespielt. In die Tiefe, ne? Genau, das war, dann, war zu selten. Und dann schießt mal einer endlich im 16er auch, ne? Spielt nicht nochmal quer. Nein, das Entscheidende war trotzdem mal Tiefe zu bekommen. Das war zu selten und das ist ein wichtiger Faktor. Und der Abschluss ist dann richtig gut. Das muss man einfach so sagen, ne? Ja, kann man so machen, ne? Ja, ja. Hat er sich auf seinen starken Linken gelegt? Hat einen Doppelpass gespielt mit dem Düsseldorfer? Ja, ich finde überhaupt, man redet sehr, sehr viel über Witzel, aber Delaney ist ein Spieler, der in vielen Situationen auch mal gute Impulse gebracht hat. Ist ein Spieler, der im defensiven Bereich gut ist, der aber im Abschluss gut ist, ein außergewöhnlich gutes Kopfballspiel hat. Das ist ein sehr, sehr guter Neuzugang. Dann Elfmeter. Martin? Lass mal laufen. Und, ja. Ich frage euch jetzt nicht, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Dankeschön. Ich sehe es an deinem Gesicht schon, was du sagen willst. Torwart kommt raus wie ein Schienenfahrzeug. Ja, da darf er sich nicht wundern. Ja, er spielt natürlich auch nicht so oft. Vielleicht liegt es daran. Ne? 2 Elfmeter. Ein Foulspiel und einmal wegen Töricht. Dummheit meinst du, oder was? Ja,
Du würdest es netter sagen, Entschuldigung. Nein, aber Akanji hat ja auch ein paar Aktien in der Szene. Das ist ein aber erwartet er nicht auf seinen Torwart? Ja, aber was, also mir haben sie in der D-Jung gesagt, warten im Strafraum auf irgendwas, nicht gut. Wenn du kannst, weg. Das ist ein prima Spieler. Das wird ein richtig guter Abwehrspieler, Akanji. Und der wird auch eine Abwehr führen können, bin ich überzeugt von. Aber an ihm kannst du zum Beispiel festmachen, warum Borussia Dortmund 9 Punkte auch verspielt. Das ist eine junge Mannschaft mit Spielern, die werden besser werden. Aber sie sind noch so, wie sie hier sind, in der Situation und vorhin schon. Der ist prima, glaubt's mir. Nur es ist noch ein Wechsel auf die Zukunft. Sie waren mit 9 Punkten vor den Bayern weit über dem, was eigentlich drin ist in der Mannschaft. Also, Elfmeter wurde verschossen, haben wir gesehen. Dann, du hast davon geschwärmt, von dem Tor. Zum 3-1, ne? Von Mario? Ja. Aber da siehst du, was einer der besten deutschen Kicker war jahrelang, aus welchen Gründen auch immer, nicht bei uns. So, und jetzt kommt er langsam dahin. Das ist diese Bewegung, dieser zack, Ballannahme, zack. Und die nächste kurze Bewegung, das können nicht viele. Da war nicht Glück und kein Abfaller. Nein, wunderbar, erstmal runtergenommen. Ja. Wenn es nach dem Leistungsprinzip geht in der Nationalelf, dann sehen wir ihn da bald wieder. Ja. Ach, aber das Leistungsprinzip. Das ist ein Sonderthema. Bitte nicht heute damit anfangen. Komm, komm. Bald haben wir ja Nations League wieder. Und dann können wir wieder. Nein, da siehst du, was er können kann. Eine ordentliche Saison. Das haben sie doch sensationell gut hingekriegt. Auch Favre. Wie sie einen Jungen, von dem viele sagten vor der Saison, das wird nichts mehr. Das wird nicht funktionieren. Zu Hause, im eigenen Stadion, das schafft er nicht mehr. Wie er selber das hingekriegt hat und wie sie ihn da hingebracht haben, eine der großen Sachen, die sie. Ja, das war ja noch im Oktober und November, war er ja noch praktisch überhaupt nicht. Favre hatte ihn ja gar nicht aufgestellt. Und plötzlich aber er hat es so gemacht. Aber super. Und er hat sich da endlich durchgebissen. Das absolut. Ist das für ihn. Ich glaube, er selber hat irgendwann mal jetzt die richtige Ausfahrt gekriegt. Und das kannst du ihm doch nur wünschen. Wenn du so einen siehst, der solche Tore schießt, kannst du nur sagen, wäre doch schade. Richtig, wirklich schade um so einen Jungen. Aber mit dir habe ich rausgehört, du glaubst, er kann noch mehr, oder? Du hast immer so gesagt, er spielt eine ordentliche Saison. Marcel sagt eher, der ist wieder. Nein, er ist noch lange. Nein, ordentliche Saison bedeutet natürlich, dass so wie es gesagt wurde, er hat zu Beginn der Saison überhaupt keine Rolle gespielt, als die Dortmunder diese Punkte gemacht haben. Er ist dann reingekommen und das, glaube ich, was ihn. Weiß nicht, das, was sich ein bisschen verändert hat, ich bin ein bisschen zu weit weg, aber ich glaube, dass er. Aber du hast ihn ja auch erlebt. Hast du ihn erlebt? Ja, ich habe ihn bekommen aus einer 4-, 5-, 6-wöchigen Verletzung. So. In einer schwierigen Struktur der gesamten Mannschaft. Aber ich glaube, ich habe zumindest das Gefühl, dass das Umfeld ist ein bisschen ruhiger. Er konzentriert sich darauf, was für ihn wirklich wichtig ist. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf überhaupt, dann ich glaube, er hat die Zeichen der Zeit erkannt. Es wurde viel über ihn diskutiert, viel über ihn gesprochen. Hm. Und er fokussiert sich jetzt darauf, was seine Leistung und was seine Qualität betrifft. Er ist immer noch nicht der Spieler, das wird auch nie wieder sein, oder war vielleicht auch nicht so, der den Tiefgang hat, das wir besprochen haben. Deswegen tut es ihm gut, wenn Sancho richtig gut da ist, deswegen tut es ihm auch gut, wenn Reus da ist, weil er da die Spieler hat, die noch die Tiefe auch mitmachen. Aber es ist natürlich vom Talent her, von der Technik, von dem, was er umsetzen kann, ein außergewöhnlicher Spieler. Und ich glaube, er profitiert auch davon, dass er mit Witzel und Delaney zwei Spieler in seinem Rücken hat, die auch so organisiert sind, dass er sein Spiel umsetzen kann. Aber hättest du ihn denn auch ganz vorne gesehen? Hat er ja zeitlang jetzt spielen müssen auch, ne? Ja, er hat letzte Saison bei mir auch mal ganz vorne gespielt, weil als Pacho weg war, habe ich ihn auch ganz vorne hingestellt, dass er eben seine Möglichkeiten hat, dass er Ballbehauptung kann, die Technik hat er. Also das war schon klar, dass er im Zentrum spielen muss, weil über die Außen das Tempo jetzt nicht seine Stärke ist, sondern er hat den Blick für den Mitspieler und deswegen ist das Zentrumposition eine ideale für ihn. Wir sehen gerade übrigens hier, unser Voting, haben Sie gesehen, 57% sagen, die Bayern werden Meister. Christian, gucken wir noch mal auf das Anschlusstor für Düsseldorf. In Unterzahl. Hat sich da der eine auf den anderen verlassen bei Borussia Dortmund? Oder wie kannst du das erklären? Eckball? So. Dann kommt der
ist wieder dasselbe. Ball in den Rücken, ne? Es ist wieder dasselbe. Schaut dir den Dortmund an, er läuft hinter allen in den Strafraum rein. Der Ball wird super reingespielt, aber sie schauen alle auf den Ball. Und keiner achtet, ach, schau, er läuft ganz alleine rein. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 gegen 4. Aber davon stehen drei vorne und greifen den an, der den Ball spielt. Und es tut mir leid, aber wenn ich sag's noch mal, leid, ne? So. Wenn du in die Nähe, wenn es in die Nähe deines eigenen Strafraums geht, musst du dich um die Leute, musst du die Leute aufnehmen, die da sind, und nicht hoffen, dass es jemand anders für dich macht. Also ja, ab und zu mal auf den Mitspieler, Gegenspieler achten, nicht Mitspieler, und vielleicht mit dem Mitspieler reden, ne? Ja, aber die meisten Tore passieren doch so, ne? Die Problematik, dass es von Raumdeckung, dann wann gehst du in die Manndeckung, über wann wird es gefährlich, das müssen sie in Bruchteilen von Sekunden entscheiden. Was haben Sie da entschieden? Ja, sie sind raus, klar, ein bisschen was auf abseits, und dann geht er auch richtig gut durch, das muss man auch sagen. Das ist dann schwer zu verteidigen, weil du versuchst die Räume eng zu machen, da sind sie alle da, und dann geht einer, der nicht auf der letzten Linie ist, sondern die Linie davor, der geht durch, der ist dann auch schwer zu verteidigen. Das sieht dann immer so einfach aus. Stimmt, klar, müsste sein, Absprache, ich bleibe jetzt drauf, weil es wieder gefährlich. Ist auch über der Umsetzung ganz einfach schwierig. Ne? War halt der perfekte Moment, ja, ne? Weil es eine gegenläufige Bewegung ist. Christian hat es völlig zu Recht gesagt, 6 Mann beim Abseitskommando raus mit dem Blick auf den Ball. Und also das war Paradebeispiel von Düsseldorf, wie man es machen kann. Genau. Es gab dann noch 2 Riesenchancen. Wir haben eben über Niko Kovac gesprochen am Anfang der Sendung. Wie war das denn bei dir am Ende in Dortmund? Deine Situation war ja auch klar, dass du unsere Situation war gehen wirst. War schon früher als vom letzten Spiel klar, dass wir die Saison fertig machen, dass wir schauen, dass wir in die Champions League kommen dass dann eine neue Geschichte beginnt. Also das war relativ früh klar. Aber wie war es für dich persönlich, meine ich, natürlich? Wie groß war die Enttäuschung? Nein, gar nicht groß. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, die über 7 Monate gelaufen ist, weil die Dortmunder zu dem Zeitpunkt eine schwächere Phase gehabt haben und ihre Ziele halt irgendwie in Gefahr gesehen haben. Und dann war ich halt, überraschend oder nicht überraschend, war ich am Markt. Und Aki Watzke hat mich gekannt und hat für sich mit dem Verein bewertet, dass wir das versuchen sollten, dass wir das hinkriegen. Das war für mich eine tolle Herausforderung, war eine klare Geschichte, und ich sage, so Ende März, Anfang April war klar, dass wir das im Sommer beenden. Und deswegen war das auch gut. Warum eigentlich? Ach, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich war die Situation schon so, dass es abgesprochen war, dass es bis Sommer ist und dass man dann eine neue Geschichte beginnt. Naja, aber wenn du hast die Champions League dann erreicht. Ja, aber manchmal ist es auch so, dass die Bewertung von der Zielerreichung intern bei uns, glaube ich, als richtig gut bewertet wurde, in der Außendarstellung eben nicht so als der große Erfolg bewertet. Wir haben das auf Platz 8 übernommen, wir sind Vierte geworden, in der Endphase war es schwierig und war es knapp. Aber ich glaube, die ganzen Rahmenbedingungen waren so, dass man sagen muss, es gibt etliche Veränderungen im Kader, die haben sie richtig gut gemacht, und da soll auch ein neuer Mann moderieren. Deswegen glaube ich, dass es ein richtiger Zeitpunkt war für alle Beteiligten. Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, wenn ich mit der ganzen Geschichte wieder reingegangen wäre. Es war gut, dass Favre gekommen ist. Es ist gut, wenn neue Spieler gekommen sind. Es war sehr gut, dass manche Spieler den Verein verlassen haben. Und so wie Marcel Reif sagt, die sind jetzt noch in der Entwicklung. Das heißt, da wird noch etwas kommen müssen, wenn sie auf Strecke, die Bayern wirklich herausfordern wollen, Jahr für Jahr. Das sehen sie, glaube ich, auch, aber sie sind auf einem guten Weg. Und welchen Spieler meintest du, dass es gut ist, dass er den Verein verlassen hat? Also es sind ja 15 Spieler oder was gegangen. Ne? Der eine oder andere war, das war wahrscheinlich für die Jungs auch die gut. Die 15 kriege ich jetzt nicht alle auf die Reihe. Nein, aber ich sage nur, weil es ja auch wichtig ist, dass die Jungs zum Spielen kommen. Jeder einzelne Spieler, der zu Dortmund kommt, jeder einzelne Spieler, der bei Bayern ist, der hat natürlich Qualität und hat die schon gezeigt. Ja. Aber die Frage ist, kann er sie jetzt bei diesem Verein zu diesem Zeitpunkt mit der Erwartungshaltung auch erfüllen, oder kann er sie eben nicht erfüllen? Ne? Und das ist die Frage. Und ich glaube, dass es nicht nur für den Verein gut war, da dort mal zu sagen, wir sollten uns verändern. Es war auch für die Spieler gut, dass sie woanders kommen und auch zu Einsatzzeiten kommen. So, gleich reden wir nochmal darüber, warum die Premier League im Moment und so weit voraus ist. Nach nur einem Spot geht's weiter. So, da sind wir schon wieder. Und machen weiter mit der Zahl der Woche. Wird Ihnen präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas, bei lottoland.gratis spielbar.
Und wir haben es eben gehört, in der Meisterschaft also noch keine Entscheidung gefallen. Und in der Bundesliga, in der auf Platz 4, geht es ja auch noch um einiges. Das letzte Ticket nämlich für die Champions League. Und deswegen ist auch unsere Zahl der Woche 25 Millionen Euro. Denn mit dieser Summe kann man fix rechnen, eben wenn man sich für die Champions League qualifiziert. Und ja, die Gladbacher seit gestern vielleicht so ein bisschen der Favorit auf Platz 4. 4:0 nämlich gewonnen. Hier sehen wir das 3:0 durch Thorgan Hazard. Also sie noch im Rennen mit dabei, wollen das letzte Ticket lösen. Frankfurt allerdings, die ja heute noch gegen Mainz ran müssen, auch noch eben die Chance darauf und auch Bayer Leverkusen. Aber die Gladbacher, ein Ticket haben sie schon mal sicher, nämlich das Europa-League-Ticket. Und deswegen haben sie auch ordentlich gefeiert. Wir können uns das mal anschauen. Bei Twitter hat nämlich die Borussia folgendes Bild gepostet. Dieses hier, also feiernde Spieler in der Kabine, sagt mal alle Europapokal. Also mal gucken, ob sie dann am Wochenende das nächste Bild posten, sagt mal alle Champions League. Wir sind gespannt. Die Zahl der Woche wurde Ihnen präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas, bei lottoland.gratisspielbar. So, Borussia Mönchengladbach dann also am Wochenende gegen Borussia Dortmund. Und der Trainer der Gladbacher hat gestern noch Folgendes gesagt. Das, was jetzt kommt, ist genau das, was wir lieben, diesen Showdown am letzten Spieltag. Ja, das wird für die Bundesliga, denke ich, ein riesenspannender Tag. Wir sind mitten dabei, wir können alles entscheiden für uns. Klar, noch ein bisschen auf Hilfe angewiesen. Ich gehe davon aus, dass Frankfurt morgen gegen Mainz gewinnen wird. Da müssen die Bayern müssen was tun. Wir müssen was tun, Dortmund muss was tun. Also spannender geht es nicht. Leverkusen nicht zu vergessen, also ist gut für euch. Denkt mal an uns, ne, Kai, oder? Was sagst du dazu? Ja, ohnehin. Ist schon spannend, aber wer schafft es denn? Am Ende, was läuft? In die Champions League? Mhm. Fangen wir erstmal so an, ja. Traue ich mir jetzt keine Prognose zu, weil ich es einfach extrem spannend finde, was Eintracht Frankfurt heute liefern wird, nach dem sehr, sehr tollen Spiel in der Europa League in London zuletzt. Eine Mannschaft, die, wir haben eben über Motivation gesprochen, Eintracht Frankfurt brauchst du nicht motivieren, weil die haben eine eigene Mentalität entwickelt. Die treten über eine ganze Saison sehr stark auf, die sich in München sicherlich nicht geschlagen geben werden im Vorfeld. Und ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, Gladbach gewinnt gegen Dortmund und Frankfurt gewinnt in München oder so. Ich bin sehr gespannt. Heribert brauche ich nicht fragen, ne? Dich brauche ich nicht fragen. Heribert ist oder glaubst du jetzt, nachdem Sie das so knapp verpasst haben, das Finale, dass es vielleicht doch dann jetzt die Luft raus sein könnte? Nein, die Mannschaft waren ja auch im Flughafen, Flieger, und die Mannschaft ist voll fokussiert auf das Mainz-Spiel. Und ich traue natürlich, alle sind traurig, der große Inspirator dieser Mannschaft ist Sebastian Rode, der eine tolle Entwicklung genommen hat, das Herzstück der Mannschaft geworden ist, trotz der spektakulären Spieler, der schon bei Eintracht ausgebildet wurde, der aber dann unter Guardiola dann noch das Direktspiel dazugelernt hat zu seinen Fähigkeiten. Dieser Spieler fällt aus, das tut der Eintracht weh. Aber ich glaube, dass sie heute, hoffe und glaube, bin auch fest davon überzeugt, dass sie heute gegen Mainz gewinnen werden. Dann in das reicht noch nicht. In München, da bin ich so wie bei, wie Kai es sagt, was soll man da eine Prognose abgeben? Für die Bayern geht es um alles. Christian sagt völlig zu Recht, die gewinnen dann, wenn die Situation da ist. Für die Eintracht geht es auch um viel. Gladbach wiederum ist da. Und Leverkusen muss man auch beachten, die ja gestern mehr oder weniger die Champions League verschenkt haben. Ja, wenn Leverkusen gestern gewonnen hätte, dann wären die Vorzeichen doch auf Seiten der Leverkusener. Und es ist völlig offen. Ich wünsche mir natürlich, dass Eintracht Frankfurt völlig verdient Vierter wird. Das ist doch klar. So viel Zeit muss sein, dass man sich das wünschen darf. Völlig verdient. Ja, möglicherweise wissen wir nächste Woche mehr. So, jetzt der europäische Fußball, der scheint fest in englischer Hand zu sein. Sowohl das Champions-League-Finale als auch das Europa-League-Finale bestreiten nur englische Clubs. Viele sagen natürlich, ist ja kein Wunder, die haben so viel Geld und können sich das auch alles leisten. Aber das ist nur einer der Gründe. Die Premier League, neuerdings das Maß der Dinge. 4 englische Finalisten in Europa, davor allerdings 7 Jahre kein englischer Champions League-Sieger. Die teure Premier League hält erst jetzt, was sie seit Jahren finanziell verspricht. Wir müssen, weil wir jetzt wissen, wer im Finale steht, ganz klar sagen, dass die beste Liga in England ist. Und das kann nicht nur am TV-Geld liegen. Das Geld war schon immer da. Auf der Insel muss sich Grundlegendes geändert haben. Strategisch ist die Premier League 10 Jahre voraus.
Ja, das sieht man an dem Geld, das hier generiert wird. Das sieht man an der Vermarktung, global an der Vermarktung. Und das sieht man auch jetzt, wie sie versuchen, auch Spieler zu entwickeln. Talente wie Hudson-Odoi wurden früher ins Ausland verkauft, jetzt fördert man sie selber. Außerdem holt sich die Premier League die besten Trainer aus aller Welt. Die Folge? Die besten Trainer machen die besten Talente noch besser. Und diese Trainer sind auch Manager und bauen ihre Kader quasi selbst. Sie haben auch im Management jetzt in den letzten Jahren oder im Nachwuchsbereich sich viel Know-how eingekauft. In der Bundesliga regiert dagegen meist der gute alte Sportvorstand. Wenn ich jetzt die Liga beobachte, da ist doch die Entwicklung so. Ich weiß nicht, welche Qualifikationen jemand haben muss, um Sportvorstand zu werden. Ein Trainer muss ja immerhin irgendwo mal irgendwann eine Prüfung machen. Die Bundesliga hinkt international jedenfalls hinterher. Es fehlt aber zurzeit auch an Tugenden wie Mut und Risikobereitschaft. Alles ist Leidenschaft im Leben, alles. Und im Fußball erst recht. Leidenschaft kostet übrigens nichts und auch Qualität im Kader hat nicht nur mit TV-Geldern zu tun. Wir fragen daher, was muss die Bundesliga von der Premier League lernen? Marcel, du hast ja das Spiel Liverpool kommentiert. Wie würdest du diese Frage beantworten? Boah, das ist sicher, also nur mit dem Schlagwort, finde ich, wäre es ein bisschen kurz gesprungen. Aber wenn du denn unbedingt eins haben willst, Mentalität. Also das, ja, was ich in Liverpool gesehen habe und was ich in Amsterdam gesehen habe, ist eine Mentalität. Es ist, diese Liga fordert, ich habe gesagt, pass auf, sie sind kaputt, die sind müde. Tottenham, sie sind fertig. Diesen vierten Platz zu erreichen, das hat so viel Kraft gekostet. Aber sie finden dann immer noch eine Selbstmotivation und eine Mentalität, um eine zweite Halbzeit zu spielen. Also jetzt nehmen wir nochmal Tottenham in Amsterdam. Bei Halbzeit waren die Mause tot. Im Kopf musst du leer sein, wenn du so hergespielt wirst und körperlich sowieso. Liegst 0-3 nach beiden Spielen zurück. Und dann kommen die nochmal zurück. Liverpool, also Anfield, ich war, glaube ich, das 12. Mal in Anfield. Du gehst dahin, du hörst diese ganzen Geschichten immer wieder und nochmal neu. Du denkst, Mensch, jetzt hör doch mal auf. Ehrlich, gespielt werden muss es. Nein, es kriegt eine eigene Aura. Sie werden durch diese Saison ohne richtige Winterpause, Pokal bei Unentschieden wird wiederholt, damit sie ja auf 100 Spiele kommen im Jahr. Ein Wahnsinn. Also mehr kannst du als Spieler nicht rausholen. Und trotzdem, dieses schafft offenbar dann eine Bereitschaft, über Grenzen zu gehen, die ich in der Saison bei uns hier, Eintracht, das ist so eine Geschichte, die zweite Halbzeit in Chelsea. Also wenn du es auf ein Schlagwort runterholen willst, dann von mir aus Mentalität. Mentalität. Okay, wir reden gleich dabei weiter. An dieser Stelle wollen noch mal Karl-Heinz Rummenigge auch hören, der hat auch was dazu gesagt. Wir müssen es besser machen und das muss für uns ganz einfach jetzt Anreiz sein, dass wir, sage ich mal, in den nächsten Jahren ein Stückchen wieder den Arsch jetzt nach oben kriegen, nachdem wir in diesem Jahr ohne Frage, speziell in der Champions League, ihn zu tief hatten. So, wie die Bundesliga den Arsch wieder hochbekommt, besprechen wir gleich. Vorher nochmal die Chance für Sie auf 100.000 Euro. Viel Glück, bis gleich. Hi von Adel und Band, live aus dem Medienhotel hier in München am Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Marcel, Ralf hat eben gesagt, Mentalität hat uns die Premier League voraus, Christian. Ich meine, du hast ja auch ein paar Jahre dort gespielt. Was noch? Das Erste, was ich jetzt beeindruckend finde, die Engländer hatten ja immer so ein bisschen das Problem, dadurch, dass sie keine Winterpause hatten, dass es immer hieß, so, wenn es in die Entscheidungsphase kommt im Europapokal, dass ihnen die Körner fehlen. Das ist auch lange so gewesen. Nur jetzt, ich glaube, Per Mertesacker hat eine ganze Menge angesprochen. Also Mentalität ist in England schon mal immer vorhanden. Du kannst da nicht spielen, dass du mal hingehst und du spielst irgendein Spiel, reißt du mal so runter, da musst du marschieren. Auch gegen die Mannschaften, die weiter unten stehen, weil da geht es noch mehr darum, weil die... Die wehren sich auch immer noch, ne? Die wehren sich richtig mit den Mitteln, die sie haben und die sind meistens sehr körperlich. Sie haben im Nachwuchs eine Menge gemacht. Wenn man sieht, in den letzten Jahren, die U-Nationalmannschaft waren sehr erfolgreich und bringen große Spieler raus. Also sie kaufen nicht nur ein. Es gibt immer noch ein paar
Mannschaften, die ausbilden und sich trotzdem nicht einsetzen. Also bei Chelsea zum Beispiel kommen noch nicht ganz so viele junge Spieler dran, aber ich glaube, gerade Kloppo macht es ganz gut. Aber die verleihen sie dann, glaube ich, auch, ne, zum größten. Die werden dann aber auch ausgeliehen, ja, dass sie auch Spielpraxis haben und dann werden sie wieder zurückgeholt. Aber da haben sie einen großen Schritt für mich gemacht. Also zu meiner Zeit war es nicht ganz so, dass sie brutal auf die, also im Nachwuchs so ausgebildet haben, da haben sie sich stark verbessert. Und natürlich haben sie auch Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, gute Spieler zu kaufen. Also ich meine, wer hat, ich glaube, es gab eine Menge Leute, die, wenn du jetzt Liverpool anguckst, als Klopp auf welchen Van Dijk von Southampton geholt hat, da hat jeder gesagt, was zahlt er da 80 Millionen? Und heute sagt jeder, und zu Recht ist er der beste Spieler der Liga geworden, weil der ist, glaube ich, ein ganz, ganz... Gut, jetzt zahlt Bayern auch 80 Millionen, ne? Ja, dann schauen wir mal, ob das auch ein Virtual von Dijk. Das habe ich nicht gesagt. Nein, sie haben die besten Trainer der Welt. Sie haben sich die besten Trainer der Welt, das haben sie begriffen. Früher haben sie, war jeder, der von außen kam, mit Ideen verdächtig, weil da waren, fanden sie sich, muss selber, ein Engländer sein, fanden sich selber so toll. Oder von der Insel. Und das ist natürlich auch ein Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du drüben bist, es wird sehr viel Thema, warum müssen immer ausländische Trainer kommen, warum. Aber sie haben auch eine Menge in der Denkweise der Engländer an sich geändert. Also Brendan Rodgers ist zum Beispiel ein englischer Trainer, der sehr viel auf Fußball spielen lässt und nicht nur dieses alte, typische Englische. Da haben sie sich weiterentwickelt und haben es auch zugelassen, dass sie den Einfluss aus anderen Ländern einfach mit bei sich gepaart mit das, was Marcel sagt, was sie sowieso schon haben. Mit der Mentalität haben sie sich da stark verbessert, auf jeden wenn Fall. Wenn man das Füllhorn des Lobes über die Premier League ausschüttet, dann finde ich, muss man aber auch ein paar Dinge beobachten, wo man nicht sagen kann, ja, das könnte man doch in der Bundesliga auch machen. Also fünf. Sag mal, was könnten wir denn machen? Nur fünf von 20 Trainern zum Beispiel in der Premier League sind Engländer. Mach das mal in Deutschland. Ein Viertel aller Trainer, jetzt haben wir hier einen Österreicher sitzen. Ich glaube, wir hätten eine riesige Diskussion hier in Deutschland. Warum muss das so sein? Erstens. Zweitens, 10 Jahre voraus, vor allem Thema Marketing und so weiter. Völlig richtig. Ich will aber ein Beispiel dazu nennen. Ich bin am Freitag, als ich zu Jürgen Klopp gefahren bin, mit einem Taxifahrer durch Liverpool gefahren. Der Mann ist 60 Jahre alt, ein glühender Liverpool-Fan, von oben bis unten tätowiert. Der hat mir auf der Fahrt dorthin erzählt, er hat 3 Kinder. Er ist mit 5 Jahren 1964 zum ersten Mal dahin gegangen mit seinem Papa, mit seinem Opa, weil das immer Liverpool war. Er kann sich heute eine Dauerkarte nicht mehr leisten. Er ist zutiefst traurig. Er kann nicht mehr ins Stadion. Tickets kriegt er nicht. Er fährt aber an Spieltagen und er sagt mir, er hat Dauerkartenbesitzer aus China, aus Neuseeland, aus Russland, aus Norwegen, aus Deutschland. Also wenn wir so diskutieren, das große Thema, alles super, alles toll, dann können wir aber nicht diskutieren, wasch mir einen Pelz, aber mach mich nicht nass. Dann müssen wir das auch mitkaufen. Und ich glaube, dann haben wir ein großes Diskussionsproblem wieder in Deutschland. Und ein letztes, wir reden immer von den 6 gleichen Mannschaften. Das sind 3 Teams aus London, Chelsea, Arsenal, Tottenham, 2 Teams aus Manchester plus Liverpool. Danach, wenn du dir anguckst, Southampton gegen Bournemouth oder West Ham gegen Crystal Palace, dann sind auch Spiele in Deutschland absolut vergleichbar. Das haben wir aber in Mentalität. Nur in diesen Spielen wächst leider Mentalität. Oder leider, da wächst Mentalität. Das ist nicht immer schön anzusehen. Weiß auch nicht, wenn einer der Großen gegen einen der Unteren dann spielen muss. Nur der Untere macht das, was er kann. Und das ist nicht so furchtbar viel, aber es ist sehr körperlich und es gibt keine Minute Ruhe. Und da musst du, wenn du oben diese Saison spielen willst, wie City jetzt oder Liverpool, du kannst nicht nach Burnley fahren und sagen, hey, komm. Sie haben das gar nicht im Spektrum, sondern die fahren dahin. Ich habe mir das Spiel angeguckt, Burnley gegen City. Also, boah, aber... Sie spielen es bis zu Ende durch, sie gewinnen es 1-0 und es gibt keine Minute, wo du sagen kannst, ach komm. Es ist keine Ruhe schon. Es ist und immer. Ja, und das ist der Unterschied. Also das fand ich ein bemerkenswertes Zitat von José Mourinho. Bevor der mal irgendeinen lobt, außer sich selbst, fällt ihm ja eher die Zunge ab. Der hat gesagt, was Liverpool und Jürgen Klopp da gemacht haben, das war pures Herz, pure Seele, ja, fantastische Empathie. Ja. Das sagt ja ganz, ganz viel. Trotzdem, das ganze Programm in England ist schon so, dass man auch mal hinter die Kulissen gucken muss. Und da bleibt halt schon viel auf der Strecke. Aber das habe ich ja gesagt. Also ich meine, in England wird sehr viel diskutiert darüber, dass es wenig englische Trainer gibt und dass natürlich das auch verloren geht. Das mit den Dauerkarten war zu meiner Zeit schon so.
Du hast auch eine ganz andere Struktur. Es gibt wesentlich mehr Dauerkarten an sich. Du hast überhaupt, wenn du keine Dauerkarten hast, nur wenig Möglichkeiten, ins Stadion zu kommen. Sie kommen gar nicht an Tickets. Also das ist schon mal eine ganz andere Struktur und die war schon immer so. Aber sie gehen zum Beispiel auch, das fand ich auch sehr interessant, das hat Jürgen Klopp mal gesagt, der größte Weltklasse-Transfer, den er gemacht hat, war, jetzt nicht lachen, aber das meint er im Ernst, war die Ernährungsberaterin. Weil die haben komplett alles umgestellt. Und wenn du überall zu 100% bis ans allerletzte alle Körner rausholst, Mona Nemmer war beim FC Bayern, da liefst du so ein bisschen unterm Radar. Wenn Kloppo du da mal gespielt hast, Christian, dann weißt du, das konnte auch nur besser werden. Also, sorry. Ja, trotzdem, aber daran siehst du die Denke im Athletikbereich. Ja. Es gibt ja kein Land, wo athletischer Fußball gespielt wird, als in England. Da sind die uns, da gebe ich Per Mertesacker zu 100% recht, deutlich voraus. Lass uns trotzdem noch mal zurückkommen. Peter, nehme ich mal mit rein. Was bedeutet das für uns jetzt hier in der Bundesliga? Oder was, ja, weiß was nicht, aber machen die Engländer jetzt gut, was wir übernehmen sollen? Weiß nicht, aber wenn man sagt, Man City tut sich schwer gegen Burnley, dann sage ich, Bayern tut sich schwer, in Nürnberg das fertig zu machen. Die Dortmunder, also das gibt es in Deutschland auch. Natürlich kannst du nicht alles auf die Kohle runterbrechen, weil mit viel Kohle kannst du auch viel Schwachsinn machen. Aber am Ende des Tages, wenn du das über Jahre oder Jahrzehnte hast, dann sind diese Mannschaften ganz einfach vorne, weil sie nicht permanent Fehler machen werden. Die Kader sind breit aufgestellt, das muss man ganz einfach sagen. Spieler wie Sané, der sitzt relativ oft dort auf der Bank, der wird bei jeder deutschen Mannschaft fix Spieler sein, egal was er macht. Und es ist kein Zufall, dass die Bayern in Deutschland permanent vorne sind, nicht weil man in München im Stadion, das einzige Stadion ist, wo man gut Fußball spielen kann, sondern weil sie die Möglichkeiten haben, auch die besten Spieler in irgendeiner Form dorthin zu bekommen. Deswegen in Barcelona und Madrid, das sind die Mannschaften, die meiste Kohle haben. Und deswegen hast du auch die besten Spieler. Und die guten Trainer, die auch in Deutschland gearbeitet haben, gehen nach England, können ihre Mannschaften zusammenstellen und können dort über mehrere Jahre relativ in Ruhe arbeiten. Und das wird dann auch belohnt, weil du deine Einschätzung hast, was brauchst du, du arbeitest mit den Leuten, du kannst deine Ideen umsetzen, du holst dir auch die Spieler, wo du glaubst, dass sie dazu passen. Das muss man auch nicht für gut befinden, wenn man sagt, das macht eine Person. Aber eine Person holt sich die Spieler, eine Person trainiert mit den Spielern und setzt es um. Und da kann ich das bewerten. Ich habe keine Diskussion, was die Vereinsidee ist und hole ich den Spieler dazu, der zu dieser Idee passt, sondern das ist eine Person. Und deswegen glaube ich auch trotzdem, der Faktor des Geldes ist ein entscheidender. Dass du da aber heutzutage, das Geld Tore schießt, doch keine Frage. Neymar ist doch ein super Fußballspieler, 220 Millionen, dass das obszöner Irrsinn ist, aber der macht den Club, bringt ihn auf ein anderes Level. Und wenn du Geld und Sachverstand passt, wie in allen Bereichen des Lebens, müsste das dann, musst du dir Mühe geben, dass das schief geht. Genau. Es ist halt sehr augenfällig im Moment, finde ich, wenn du siehst, das ist das beste Beispiel, gestern Bayern gegen Leipzig, der Erste gegen den Dritten, im Pokalendspiel, DFB-Pokal auch, der Erste in England und der Dritte, oder zuletzt Erste und der Dritte in England, die spielen halt das Champions-League-Finale, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Liga, aber zu denken, wir kommen da ganz schnell wieder ran, ich glaube, das ist ein Prozess von vielen, vielen Jahren, so wie es Christian eben gesagt hat, England war über viele, viele Jahre weg vom Fenster, was den internationalen Fußball anbetrifft und hat aber frühzeitig ganz viele Dinge richtig gemacht, erkannt. Also die Bundesliga hat da mindestens 6, 7, 8, 10 Jahre zu tun, bis man wieder auf so ein Niveau kommt. Du sagst, der Erste gegen den Dritten, die fürchterlichste Pointe an der ganzen Geschichte ist doch, dass die beste Mannschaft aus England, nach allem, was wir uns hochrechnen können, wenn diese beiden Finals gespielt werden, irgendwo auf Ibiza neben nicht zu. Ich wette mit dir, die gucken sich das noch nicht mal an. Die sitzen da, Manchester City, und fahren mit dem Boot raus und sagen, stell dir das mal vor. Also, die sind noch nicht mal dabei. Die wollten raus aus Europa, kriegen nicht mal einen Brexit hin, da sollen sie halt, sollen sich schleichen. Jetzt machen sie dir zwei Finals zu. So. War das Protest gerade? Ja, klar. Wir kommen da hin. So, ein Drittel. Oder fast ein Drittel, glaube ich, in der Bundesliga, also was die Trainer angeht, die haben kaum Erfahrung. Laura, es gibt, glaube ich, eine ganz aktuelle News dazu.
Ganz genau. Und zwar bei der Hertha hat sich was getan. Da steht nämlich jetzt fest, wer Trainer wird, eben an der Seitenlinie ab der kommenden Saison. Ante Čović, also der die Profis bald trainieren wird, aktuell ja auch Trainer der zweiten Mannschaft eben bei der Hertha. Und Michael Preetz höchstpersönlich hat das Ganze eben bekannt gegeben. Der nächste echte Herzaner, der bei uns den Sprung ins Profigeschäft geschafft hat. Bei sport1.de finden Sie natürlich alle weiteren Infos eben zu dieser Personalie. Und dann wollen wir auch direkt noch ein bisschen in der Premier League bleiben, denn im Netz da wird auch ordentlich diskutiert eben über dieses Thema und auch darüber, ob eben die Bundesligisten in Zukunft trotzdem weiterhin eine Chance haben eben gegen die Premier League. Zum Beispiel Timo, der diskutiert mit, er schreibt, die Bundesliga hat zwar keine großen Stars, aber unglaublich talentierte Talente. Gut, Talente sind immer talentiert. Und Vereine wie Eintracht Frankfurt, die international unglaublich sind, abwarten. Champions League und Europa League werden kommen. Oder auch im Live-Blog, auch da wird diskutiert. Und ja, wie sollte es anders sein? Das Geld spielt natürlich wieder eine Rolle. Also Premier League hat erstens mehr Geld, zweitens mehr Kohle, drittens mehr Zaster und viertens mehr finanzielle Mittel. Also mehr wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, wie man Geld anders eben beschreiben kann. Ist es so einfach? Warum setzen wir denn jetzt vermehrt so auf Trainer, die noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung haben? Brauchen wir einfach mal eine Auffrischung, Herr Wert? Wie ist das? Ja, das kann man nicht so sagen. Wenn wir lange keine internationalen Titel holen, dann können sich natürlich auch Trainer nicht, internationale Meriten erwerben. Doch, ich habe doch, glaube ich, ein Interview gelesen bei Sportbild, wo Mourinho sagt, ihn würde die Bundesliga reizen. Ja, in den anderen Ländern ist er ja auch verbrannt, ne? Ach, verbrannt. Das scheinbar, durch seine Aussagen. Ja, ein Trainerleben dauert lange und das hat auch viele Etappen. Da gibt es die Etappe der Erfolglosigkeit und es gibt die Etappe des Erfolges. Aber der Trainertypus ändert sich ja dadurch nicht. Also wir dürfen uns jetzt nicht kleiner machen, als wir sind mit unseren Trainern. Die jungen Trainer, die eine Chance bekommen, müssen sich ja auch erst einmal entwickeln. Also dass man jetzt glaubt, und das hat ja auch das Beispiel Ancelotti gezeigt oder so. Es gibt auch namhafte Trainer, die von außen hierher gekommen sind und keinen großen Erfolg. Es beginnt mit Rinus Michels, der ja dann auch letztlich keinen Erfolg hatte. Also die Diskussion vor 4 Jahren war, die Engländer können so viel Geld haben, wie sie wollen, aber sie werden nie große Fußballer, nie große Vereine haben. Jetzt sind 4 Jahre rum und wir führen die Diskussion von der anderen Seite. Ich habe Vertrauen in die deutsche Trainerlandschaft, dass wir natürlich auch in einer Übergangsphase sind, das ist offenkundig. Aber wenn diese junge Trainergeneration erst einmal 5, 6 oder eine Dekade hinter sich gebracht hat, dann werden wir sicherlich auch von Qualität. Die Frage ist einfach, wie können wir von außen Spielerqualität in die Bundesliga holen, um wettbewerbsfähig zu sein? Ich mache das nicht so sehr vom Trainerbild abhängig. Hat sich der Trainermarkt geändert in der Bundesliga? Wieder? Würdest du das sagen? Weiß ich nicht. Kann ich sagen. Ich glaube, es hat alles. Jeder Trainertypus hat eine Berechtigung. Die Frage, die du halt entscheiden musst, was passt zu deiner Idee, was passt zu deinen Jungs, was passt zu der Struktur vom Verein. Ist es gut, dass du jemanden holst, der das Innenleben des Vereins richtig gut kennt, oder ist es mal gut, dass du jemanden von außen holst, der einen neutralen Blick drauf hat? Also das müssen die Leute selbst entscheiden. Ich glaube aber, jeder hat eine Berechtigung. Ob es eine Umkehr ist oder ob es eine Veränderung ist, ja, es kommen mehr junge Trainer zum Zug. Finde ich grundsätzlich spannend. Du brauchst, um etwas auf die Beine zu stellen, ein gewisses Maß an Zeit. Aber du möchtest auch der Trainer des Jahres, das muss mal erwähnt sein, ist 65 Jahre alt in Deutschland. Friedhelm ist der Trainer des Jahres. Aber grundsätzlich ist das Trainergeschäft ja sowieso so. Wenn ich in Österreich bin und habe eine Möglichkeit, auch mit so Trainerfortbildungen, dass man ein bisschen was zum Besten gibt, was in Deutschland so passiert, dann sage ich allen meinen Freunden in Österreich, nicht nur Deutschland, überhaupt. Wenn ein Verein davon spricht, dass er eine Idee hat, eine Philosophie hat und eine Kontinuität aufbauen möchte, dann geht es einmal davon aus, dass ihr in dieser Überlegung nicht dabei seid. Ihr könnt sie vielleicht begleiten, aber du bist im Wochengeschäft drinnen und wenn du erfolgreich bist, dann bist du bei dieser Geschichte dabei. Aber ansonsten musst du davon ausgehen, dass du abliefern musst. Und das muss ein junger, genauso wie ein arrivierter Trainer. Ne? Und die Frage des, was ist denn Erfolg, das muss ich auch... Wer bewertet das? Na klar, die Führungsspitze oder die Öffentlichkeit, aber war Guardiola jetzt erfolgreich in München mit Doubles
ja oder nein, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist okay, aber vielleicht ist es nicht mehr als Niko Kovac hat, der dafür verdammt wird. Das ist zu hinterfragen, das weiß ich nicht. Deswegen ist es auch für mich schwierig, wie Entscheidungen getroffen werden. Am Ende des Tages bist du eher im Erfolg gemessen. Sie besitzen jetzt hier, haben eben gehört, Antičević. Und dann denkst du, oh, der ist doch sympathisch, der kommt aus dem Club. Genau, ja. Und der zweite Gedanke ist, Berlin, mal sehen, wo sie ihre Ansprüche hinstellen und ob sie ihm von Anfang an helfen, indem sie sagen, pass auf, das ist unser Anspruch und wissen, so gut es geht, wissen, dass er diesem Anspruch genügen kann. Oder verlangen sie von ihm, dass er sie zu einem Weltclub macht, weil das ist ja die Bundeshauptstadt, da muss ja richtig was richtig krachen. Und mit ihren Möglichkeiten, mit diesem Stadion, haben diese Diskussion. Oder holst du einen Jungen, der da in diesem Feld wieder federn lässt, was das Natürlichste der Welt ist? Ich find's, weiß nicht. Ich finde es völlig okay, dass Hertha das ausprobiert. In Bremen war es der Fall mit Florian Kohfeldt, wo alle, ich inklusive, gedacht haben, so, wow, was wird das denn jetzt? Das ist eine sehr günstige Lösung. Mhm. Und der hat alle davon überzeugt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass er eine Philosophie hat, die zum Verein passt. Und das ist für mich entscheidend. Und ich glaube, in der Bundesliga werden da viele Fehler gemacht. Wenn wir beispielsweise nach Schalke gucken, da weißt du ja gar nicht, was ist die Philosophie im Verein. Und wir haben eben drüber gesprochen, über finanzielle Möglichkeiten. Was die finanziellen Möglichkeiten angeht, dann müsste Schalke in jeder Saison um den Titel mitspielen. Also die haben mehr Kohle verbrannt als jeder andere. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass du eine Vereinsführung hast, die eine bestimmte Philosophie hat. Da weiß ich nicht, ob das bei Hertha der Fall ist. Ich hoffe es für den Verein und für Antičević. In Berlin werden von Hertha keine Wunderdinge erwartet, weil ich wohne in Berlin. In Berlin kriegt von Hertha kaum einer was mit. Naja. Also die haben eigentlich schon... Aber das würden sie ja gerne ändern. Dann wird es ja Zeit, das zu ändern, wollte ich auch gerade sagen. Also, lass uns dir mal eine Chance geben, weil bei Kohfeldt war es ähnlich. Und es gibt viele Trainer, Nagelsmann unter anderem. Haben sie auch mal versucht in Bremen. Ne? Es gibt auch Gegenbeispiele. Ne? Der hat auch nicht geredet. Also nur sonntags, ein Wort. Ich habe meine Probleme mit dem Begriff der Philosophie eines Vereins. Ich bin überzeugt, heute vor 12 Monaten hat man die Philosophie des FC Schalke 04 hochgelobt. Mit einem ganz jungen Trainer, mit einem Team, Zweiter in der Bundesliga geworden. Jetzt stellt Kai das alles in Frage. Jeder Verein hat eine Philosophie. Aber diese Philosophie wird nur beachtet und nach außen gebracht, wenn die Ergebnisse stimmen. Wir sind alle ergebnisorientiert und man attestiert einem erfolgreichen Verein eine Philosophie, dem weniger erfolgreichen sagt man, er hat keine Philosophie. Alle Vereine haben ein klares Bild, was sie erreichen möchten und wie sie es erreichen möchten. Aber der Erfolg des einen bedingt den Misserfolg des anderen und für jeden, der steigt, muss einer sinken. Und daraus resultieren dann die Diskussionen, die wir hier führen. Eine Philosophie haben sie alle. Aber Schalke hat auch wieder einen Trainer. Man glaubt es nicht. Ne? 3 Jahre, mal gucken, wie lange das gut geht. Was Jürgen Klopp zu David Wagner sagt, das hören wir gleich uns noch mal in Ruhe an. So, hallo von Adel und Bent. Wir sind nochmal zurück. Live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Also, unten im Keller ist alles geklärt. Nürnberg und Hannover gehen den Weg in die zweite Liga. Und der VfB Stuttgart hat es mit dem neuen Trainer, dem dritten übrigens in dieser Saison mit Nico Willig, geschafft. Immerhin in die Relegation. Zweite Liga übrigens heute auch 15.30 Uhr. Und wir haben es eben gesagt, Schalke hat einen neuen Trainer, David Wagner. Er ist Trauzeuge von Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp hat Folgendes über ihn gesagt. Für ihn habe ich mich super gefreut. Ich weiß das ja auch schon ein paar Tage. Ich habe es jetzt aber noch schwerer, hätte man es nicht machen können. Also wie Schalke. Aber Dave hat natürlich schon immer... dadurch, dass er gespielt hat, ein großes Herz für Schalke gehabt und ist ganz groß, ein großes Ding für ihn, ein großer Verein. Und jetzt haben sie endlich den Trainer, der die ganze Sache auch bei ordentlicher Mithilfe von außen auch beruhigen kann auf Normalmaß und dann können sie von da aus starten. Wird meine Freundin Dortmund vielleicht nicht so sehr freuen, das zu hören, aber Schalke hat einen richtig guten Trainer gekriegt. Was sagst du zu ihm? Kennst du ihn ein bisschen? Ich kenne ihn, ja. Bei meinem Heimatverein Gütersloh war David Wagner auch Spieler. Stimmt, ja. Und ich kenne ihn. Und er hat damals schon gezeigt, dass er ein Spieler war, als aktiver Spieler, der Führungsqualitäten hat. Danach habe ich ihn nicht mehr verfolgt, kann ich also nicht beurteilen. Ich habe ihn ein paar Mal in Huddersfield besucht. Er hat ja auch mal in Mainz gespielt. Und Die jetzt runter müssen wieder? Ja, die jetzt abgestiegen sind. Aha. Aber ich meine, das darf man nicht vergessen. Der Aufstieg war eine Sensation.
der Klassenhalt in der Premier League war ein Weltwunder. Das wäre so, wie wenn jetzt Gütersloh wieder käme. Ja, in die Bundesliga. Sei be careful, ja, wie ja. das so kommt. Heribert arbeitet an solchen Sachen, weißt du? Ein Herz für Ostwestfalen, ja. Aber er steht schon für unfassbare Malocherarbeit. Ganz Huddersfield, dieses nordenglische Kaff da oben, hätte ich fast gesagt. Diese Region, die arg gebeutelt ist mit hoher Arbeitslosigkeit, die lieben diesen Mann, weil der hat ihn. So Malocher würde ja auch zu Schalke passen. Der hat ihnen eine Identität wiedergegeben und der lebt einfach diesen unfassbaren Spirit und ist da ganz, ganz ähnlich wie Jürgen Klopp. Das haben sie damals von ihrem Trainer in Mainz abgegriffen. Das ist schon was Außergewöhnliches. Also, ich finde auch, er passt super. Sind wir sehr gespannt. Laura, du hast auch noch was? Genau, wir bedanken uns nämlich noch bei den Spenden, die eingegangen sind. Zum Beispiel vom EFC Räuber Hölzenbein aus Wölfersheim. 20 € wurden da gespendet. Und Thomas hat gestern im Zug auch noch Freundschaften geschlossen mit Nordostsee-Supporters 09. Die haben 55 € gespendet. Also vielen Dank dafür. Check24 verdoppelt, wie immer. Und dann lege ich Ihnen auch noch ans Herz, dass es eben Eishockey weitergeht. Die Weltmeisterschaft steht ja momentan an. Das Ganze zu sehen bei Sport1. 16 Uhr Gruppenspiel Nummer 2, was ansteht. Also es geht gegen Dänemark. Spiel 1 konnten die Jungs ja schon mal gewinnen. Schauen Sie da mal rein. Und dann lege ich Ihnen das auch noch ans Herz, denn Sie können etwas ersteigern. Ein Champions-League-Ball unterschrieben mit vielen Gästen oder eins von zwei Phrasenschweinen. Das geht auch ganz einfach. Schicken Sie eine SMS an 99699 und dann eben zum Beispiel Schwein, dann den Betrag, den Sie eben spenden wollen. Das Ganze geht nämlich dann auch noch abschließend ins Phrasenschwein. Also machen Sie da auch mit. Dann gucken wir auch noch beim Live-Voting vorbei. Da haben wir Sie ja gefragt, wer wird Meister? Sehr enge Kiste, hoffen wir mal, dass am Wochenende dann auch so eng zur Sache geht. Die Bayern sagen nämlich 56% und 44% glauben dann doch noch an den BVB. Und sie haben auch angerufen. Wir hören mal rein, was sie so gesagt haben. Wenn ich mir die Leistungen von gestern und auch von den letzten Wochen anschaue, kann es nur einen deutschen Meister geben, nämlich den FC Bayern. Wer so viele Punkte liegen lässt, der hat eigentlich auch nicht verdient, Meister zu werden. Also ich denke, Bayern München wird Meister, weil in Dortmund, was noch nicht mal der Derby gewinnt, hat es auch nicht verdient, Meister zu werden. Bei den ganzen Überraschungen dieser Saison wird Dortmund nächste Woche gewinnen. Die Bayern werden 1-3 zu Hause gegen Frankfurt verlieren. Und dann ist Dortmund der verdiente Meister. Schön für die Bundesliga-Fans, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. Aber der FC Bayern wird mit einem deutlichen Sieg über Eintracht Frankfurt deutscher Meister. Da kann Dortmund in Gladbach machen, was sie wollen. Nein, es ist nicht. Nein. Ja. Also eine Woche gedulden wir uns noch alle, ne? Wir sind dann sehr gespannt. Peter, war England auch was für dich? Urlaub, meinst du? Nee, als Trainer natürlich. Ach, ich habe überlegt, vielleicht heute rauszulassen, was meine Pläne sind. Und habe dann beschlossen, dass es nicht ganz so intelligent ist. Und doch, sag mal. Ich gehe jetzt dann nach Salzburg und schaue mir Salzburg gegen LASK in Österreich an. Mein nächster Plan. Suchen die nicht beide Vereine einen neuen Trainer? Nein, ist, glaube ich, beides besetzt. Ach, okay, gut. Dann vielen Dank für den Besuch. Danke für deine Frage. Drücken wir trotzdem die Daumen. Dann bald wieder auf dem Stuhl. Danke an euch. Das Bier ist da. Prost wie immer. Danke hier ans Publikum. Hajo von Hahn und Ben, danke an Laura. Schönen Sonntag. Viel Spaß jetzt mit Kurt Landstein, mit Ruth und mit dem Sport1-Programm. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.